Ja. Ne? Wir fragen jetzt noch schnell aufs Telefon. Und dann müssen wir gleich erstmal Audio dann anrufen, weil Rico weg will. Ach so. Das machen wir also zuerst. Oh je. Ja, lässt sich nicht ändern, ob es klappt. Sonst haben wir halt mit Zitronen gehandelt. Das ist scheiße auch. Ja. Also mich würde es nicht fertig machen. Aber es müsste eigentlich hochkommen, wenn, das, wenn er wirklich die Kisten alle gebootet hat. Smalltalk war auch beendet, ja? Ja. Da waren wir spannend. Ja. Machen wir mal schnell was fest. Zum zweiten Stift. Passieren. Hast du aufgelegt gerade, ja? Ja, ja. Ja. Wir machen so eine Art Ferneinschaltung. Wir haben jetzt so einen halb ausgebildeten Techniker, der irgendwie mit Klammeraffengriff über der Tastatur sitzt. Und wenn ich ihm also jetzt Sesam öffne dich sage, dann fahren wir das System hoch. Das System hat derzeit ungefähr eine Halbwertszeit von 10 Minuten. Kein Witz. Ah, ja. Hier ist der Tim, hallo. So, wir sind jetzt bereit. Gehst du jetzt hin und drückst auf die beiden Knöpfe, genau. Ja, klar liegt das an dir, das ist doch logisch. Ja, aber sag mir dann mal, bitte, kommt wieder ans Telefon und sag mir mal, was Sache ist. Also stell mal lieber auf die 28 durch. Nö, das wird kompensiert schon, das kann er eh nicht ausrichten. Das muss ja, das Idee, ich muss Rückmeldung haben, ich will das sehen. Lass mal das Badewasser ein. Wenn der Demon schon oben ist, wird es nicht lange dauern. Er muss mounten. Wenn er mir sagt, irgendwie, dass da in der 30 steht in der eckigen Klammer, dann ist gut. Ach gut. Ja, Mann, das ist ja. Bist du sicher, dass ich ihm die richtigen Knöpfe gezeigt habe? Ja, wir müssen ihn noch was markieren lassen mit der Maus. Nee, das haben wir vorher gemacht. Ja? Zwei. Ja, genau. Und D. Gut. Dann müsst ihr ein dickes Fenster auslackern. Dann sagen wir mal, was rechts in dem Kasten steht, in dem System Block. Mounted? Oh, cool. Jetzt schau mal links oben, da steht Sessions irgendwas und eine Zahl in eckigen Klammern. Was steht da drin? Damit 4, 5, 9, ja, okay, alles klar, tschüss. Wollen wir mal gucken, wie lange das läuft? Das Problem ist, nach einer bestimmten Zeit der Benutzung werfen unsere Treiber mit den merkwürdigsten Fehlermeldungen um sich, die uns alle sehr unerklärlich sind. Lauter! Ah, ja. Lauter! Wie heißt du? Okay, lauter! Okay, wir sind also jetzt im System. Wir haben das System erstmal mit so einer Beta-Software ausgestattet, passend zu den Treibern. Mit der 1 geht es in den langen Gang. Heißt Villa Kunterbrunn. Mit der 1 Gästezimmer, mit der 3 das Impressum dieser Box und mit der 9 wieder raus auf die Straße. Nicht, dass ich mich aufstrecken möchte, aber mit der 0 geht es wieder zurück. Es sind 1 Leute in diesem Raum und 1 Leute im ganzen System. Geil. Wir sind im langen Gang.
runter und mit der 3 raus in den Garten. Der Witz ist jetzt, dass wir versuchen, immer irgendeinen Hintergrundsound einzuspielen, um so ein bisschen das Gefühl zu geben, dass man irgendwo ist. Also nicht einfach nur so ein lotteriges Menü, sondern ständig irgendwie das Gefühl, dass man irgendwo ist. Das und das ist jetzt ein Timeout. Wenn man eine Weile nichts macht in dem System, reagiert er darauf, dass der User eben nichts gemacht hat. Meistens mit irgendwelchen Hilfeerklärungen, manchmal allerdings auch mit anderen Sachen. Wenn also irgendwie partout nichts passiert oder so, dann lässt sich das System selber was einfallen und schickt ihm irgendeinen Diskussionspartner rein. Ist auch eine Möglichkeit. Das ist derzeit alles noch nicht drin. In jedem Raum kann man mit anderen reden. Ne? Indem man die 4 drückt, kann man was sagen, nochmal die 4 drücken, dann wird es an die anderen verteilt. Also man kann praktisch in jedem Raum. Ja, lass mal. Aber der soll nicht auflegen. Wir holen noch mal jemanden rein. Keine Chance. Ich halte das nur zu. Vielleicht kannst du auch 2 reinschicken oder so, weil ich kann hier nicht reden. Wir haben leider kein Taschentelefon mit Virus. Das ist das Problem. Was für eine Technik. Sind drei Leute im ganzen System auf Leitung 2. Das wäre jetzt der Name gewesen. Kannst doch von hier aus anrufen, wer hat doch Touchton? Hat der Touchton? Logisch. Warte mal, 0, 4, 8, 6, 5, 7, 7, 0, 8, 16 und ab geht's. Das ist gut. Das ist teuer, aber gut. Können wir vielleicht mal was vorführen, ja. Ich bin ja wirklich Touchton, vielleicht dann kommst du benutzen. Ich muss dich aber beeilen, ich fliege gleich wieder raus. Im Garten. Wer wird im Party kennen? Der kriegt immer noch kein Konzept. Mit Herz soll ich bauen, wenn ein Party kommt. Herzlich willkommen. Alle mal hier hören. Das ist irgendjemand anders, der angerufen hat. Ich komme jetzt mal. Ja, kaum sind wir dran, rufen gleich Leute an. Die hängen da schon seit Tagen mit einem Powerdialer drauf. Alle mal hier hören. Sehnetzqualität, ist doch spitze, oder? Axel. In der
10 11. Ist das schon mal was, oder? Okay, jetzt hat das Ganze schon seine Eigendynamik erreicht. Ich klicke mal auf. Ne? Ist wieder abgehauen. Das Problem ist, wenn. Hier, Axel. So, jetzt hängen die aber praktisch in so einer Schachtelkonferenz. Ist wieder abgehauen. Stimmt. Ist das schon aufgelegt? Nee, ich bin immer noch dran. Bitte hier. Obwohl ich nicht. Weil mit seiner Lampe irgendwie so hält. So. So, das war dann. Hast du aufgelegt? Nein. Alles klar. Dann haben wir die Halbwertszeit gerade erreicht. Hat besser geklappt, als ich dachte. Es ist ganz interessant, wir haben die Nummer ja hier bekannt gegeben vom gestern und auch vor ein paar Tagen. Schon mal zum haben Treffen. Wir schon über die Telefon so einen Burst-Mode gestartet, dass also alle User antelefoniert wurden und eingeladen wurden, da reinzukommen. Und dann saßen wir immer vor unserem Bildschirm und haben das System gerade so eben hochgefahren gehabt. Das heißt, so die einzelnen Portleitungen so zählten auf dem Bildschirm so hoch, so 30 Kanäle und dann auf einmal flack, flack, flack kamen also die User da rein. Das dauerte wirklich nur Zehntelsekunden und war das ganze System schon voll. Also schon recht beeindruckend irgendwie zu programmieren, während irgendjemand gerade dein Programm benutzt. Ja, gut. Das war Telefon. Kommen wir nachher nochmal ein bisschen drauf genau. Wir mussten das jetzt bloß an den Anfang stellen. Wir wollten eigentlich ein bisschen vorwärts erzählen, weil es nicht anders ging. Der Rico musste weg. Ja, genau. Und die Halbwertszeit, genau. Ja, ein bisschen was über Audiotext. Audiotext hat man, glaube ich, schon verstanden. Computer, Telefon und Sprache. Ist weltweit ja eigentlich schon seit vielen Jahren so wird eingesetzt für Fluginformationssysteme, Abruf von Börsenkursen, Bankbuchungssysteme und wird jetzt in Deutschland gewinnt das auch eine neue Dimension durch die Einführung der Mehrwertdienste. Mehrwertdienste heißt, dass der Telefontakt schneller läuft und der, den ihr anruft, der kriegt was ab von dem Geld. Das hat die Post im letzten Jahr angefangen in Nordrhein-Westfalen zu testen, weil Nordrhein-Westfalen halt das größte Telefoneinzugsgebiet mit knapp 7,6 Millionen Anschlüssen hat. Haben die alle Leitungen, die unter 02 fallen, an der Zentralvermittlungsstelle gesammelt und da eben eine neue Technik eingesetzt, die eben die Abrechnung macht und das dort getestet mit, nicht so mittelmäßigem Erfolg, was aber auch daran liegt, dass es für die Werbung schlecht war. Die Bundespost wird jetzt zum Januar bundesweit in den Betriebsversuch gehen, unter den sogenannten 0190-Nummern. Also in den erweiterten Betriebsversuch. In den erweiterten Betriebsversuch, wo eben alle anderen 7 Standorte auch noch angeschlossen werden. Und zwar fassen sie immer alle Telefonate einer Vorwahl, also 04 dann in Hamburg, 06 in Frankfurt und so weiter zusammen. Und jeder, der dort anbieten möchte, der muss auch dort an dem Standort seine Computeranlagen installieren. Die routen das also noch nicht durch die Republik weiter, weil sie da noch mit dem Netzaufkommen wohl Probleme sehen. Dazu kommt, dass sie das Ganze als Betriebsversuch definieren, um praktisch noch eigene Regeln zu haben. Einerseits, um die EG-Gesetzgebung zu umgehen, was zum Beispiel Konferenzen, das Telefonmonopol, Sprachmonopol betrifft, dass man also keine Live-Schaltung machen darf, dass man nur innerhalb der Firma verbinden und weiterschalten darf. Das ist alles noch untersagt. Auf der anderen Seite wollen sie eben halt auch das System erstmal sauber und clean einführen, das heißt ohne Ping-Services, Rotik und solche Sachen, damit das halt einen guten Start bekommt. Deshalb haben die also eine Ausschreibung gemacht, man konnte sich bewerben dort, um dort Leitungen zu bekommen. Ich kann ja mal ganz kurz sagen, wer die ersten 8 waren, die in Nordrhein-Westfalen dabei waren. Das muss ich mal kurz mühlen. Das ist die Deutsche Postreklame gewesen. Das ist mit den meisten Leitungen. Supercom ist die Teleshop GmbH. Dann ist Legion Telecommunications, das sind Holländer. Teleinfoservice, das ist Comsys, die machen unter anderem auch ein Lindenstraßentelefon. Da werden wir gleich mal reinhören können. Dann gibt es die TeleMS, Teleholding, das sind auch Holländer. Infoline Mehrwertdienste, das ist Ascafi, Preussack und so weiter, die mit dem D2-Netz, die halt auch das kombiniert mit ihren anderen Services einsetzen wollen. Dann Computel, Axel Springer Verlag und die RTL Nord ist noch dabei. Das war so der Ausgangspunkt der ersten 8. Inzwischen sind das 20
die auf der Bewerberliste stehen, aber viele haben die Verträge noch nicht unterschrieben, weil das, was sich die Post an einigen Stellen da ausgedacht hat, doch relativ haarig ist. Auf der einen Seite gibt es ein Moralgremium, so eine Art freiwillige Selbstkontrolle, die also regeln soll, dass dort keine, wie heißt das so schön, erotischen oder anstößigen Sachen reinkommen. Da gibt es dann so einen Verhaltenskodex, was man nicht machen darf. Und da steht dann, Glücksspiele sind verboten, Informationsangebote mit sexuell anstößigem Inhalt und Angebote, die als Zielgruppe vorrangig Minderjährige ansprechen. Und zum Beispiel Werbung für einen Kongress oder sowas. Ne, dann darf man auch in der Werbung keine Werbung mit sexuellem Bezug machen, keine sexuellen Themen, Werbemaßnahmen, die Minderjährigen ansprechen, vorwiegend dürfen nicht durchgeführt werden. Und dann, was haben Sie hier hinten noch so schöne Sachen geschrieben? Werbematerial darf keine Bilder oder Formulierungen enthalten, die Gewalt, Sadismus, Grausamkeit zeigen oder beschreiben. Also es geht denn um so eine saubere Weste. Und wenn man sich nicht dran hält, dann entscheidet halt ein Gremium von 4 Leuten aus dem Betriebsversuch fürs nächste Jahr darüber, ob jemand abgeschaltet wird oder nicht. Oder auch in dem Moment, wo das Angebot kommt. Richtig, nach 2 Verstößen kann man halt abgeschaltet werden. Und das würde für die Teilnahme bundesweit, wenn man sich also darauf einlässt, da Technologie und Manpower bereitzustellen, dann hat man da so für knapp 3,5-4,5 Millionen Technik rumstehen und das ist schon ein großes Risiko. Zumal dann noch dazu kommt, die Post verlangt ein Mindestverkehrsvolumen für Leute, Aufkommen, für Leute, die also solche Leitungen nehmen. Man muss dort 1500 Einheiten im Schnitt im Monat zum Beispiel für Hamburg erzeugen auf einer Leitung. Sonst zahlt man noch an die Post extra drauf. Man muss der Post also so und so viel Gebührenumsatz garantieren. Und man nimmt die Leitung im 30er-Bündel, nicht? Also es ist nicht, dass man so eine Leitung hat oder so, sondern immer 30 auf einen Schlag mindestens. Das heißt, man haftet so knapp gegenüber der Post mit, was hatte ich ausgerechnet, 26.000 Mark im Monat, wenn man abstürzt, nichts tut oder nicht dran teilnehmen kann. Oder wenn die Halbwertszeit zu gering ist. Beworben haben sich ziemlich viele Verlage um die Leitung. Ja, so die größeren sind eigentlich fast alle vertreten. Ich habe mich dann auch drum 30 Leitungen beworben und habe sehr zum Erstaunen auch eine Zusage für die 30 Leitungen bekommen. Allerdings erhielt ich dann 3 Tage, bevor sich die ganzen Bewerber für die Leitung dann in Bonn treffen sollten, ein Schreiben von der Generaldirektion der Telekom. Sie hatten sich für den erweiterten Betriebsversuch Privatinformationsdienste als Anbieter beworben. Wir hatten Ihnen unverbindlich zunächst für den Regionalbereich Hamburg 30 Leitungen in Aussicht gestellt. Nachträglich aber sind schwere Bedenken, Sie in unseren erweiterten Betriebsversuch mit einzubeziehen, aufgekommen, die auch vom Vorsitzenden des Ausschusses zur freiwilligen Selbstkontrolle geteilt werden. Diese Bedenken stehen in Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit beim Chaos Computer Club. Das ging dann noch mit ein bisschen Schriftwechsel weiter und dann erhielt ich letztlich noch, das musste ich auch noch mal vorlesen, das ist einfach so schön geschrieben. Was haben Sie? Nicht zuletzt möchten wir darauf hinweisen, dass die Vergangenheit durch Ihre Einzelaktionen genannt sei, beispielhaft Hamburger Sparkasse, das Vertragsverhältnis mit dem CCC bezüglich der Dienstleistung BTX schwer belastet hat. Insgesamt gehen wir davon aus, dass Sie der Anbieterzuverlässigkeit, die für den Betriebsversuch erforderlich ist, nicht genügen werden. Wir bitten Sie, von weiteren Anfragen, sei es telefonisch oder schriftlicher Art, abzusehen. Bist du hingegangen? Nee. Ich bin dann hingegangen. Ich habe mich dann mal ein bisschen umgeguckt, aber die haben kein großes Wort verloren. Warum das geht. Also man kann im Groben sagen, dass in der ganzen 190er-Branche fürchterlich gemauschelt wird. Es gibt Gerüchte darüber, dass da also Gelder aus der Drogenszene also irgendwie in einigen Firmen stecken. Es gibt Gerüchte darüber, dass hinter einigen die Scientology stecken soll, die da Teleauditing oder sowas vorbereiten möchte. Es ist schon etwas obskur, auch so, was da so an Leuten dann, aus welchen Bereichen dann da sind, die dann schon mal unter einem anderen Namen auch schon mal mehrere Firmen in Sand gesetzt haben und jetzt halt versuchen, irgendwelche obskure Technik am Markt anzubieten. Also grob kann man sagen für den 190er-Bereich, wir uns überraschen lassen sollten, was da an qualitativen Anwendungen so Richtung Januar, Februar zur bundesweiten Einführung halt auf uns zukommt.
gerade qualitativ. Nein, nicht nach dem Straßenzelt. Ja, ja, also da muss man noch mit einigen rechnen. Also wer schon mal so Sat.1-Videotext gelesen hat, so ab Seite 500, da geht das Schlag auf Schlag. Also die meisten, Bieten, ne? Ja, die meisten bieten halt weltweit das Gleiche an. Es gibt da so Sachen, die halt ziemlich gut laufen. Horoskope laufen sehr gut. Überhaupt Unterhaltungsmarkt, Pink Services, also Dating und Erotik und solche Sachen, die machen 60% vom Weltumsatz aus. In der Schweiz haben die teilweise, da hat sie, was sagten die in der Schweiz? Moment, das muss ich mal so. Oh, ja. Das ist der Erotikanteil, ne? Ja, der Erotikanteil. Als sie das in der Schweiz eingeführt haben, da haben die dann nur noch rosa Geschichten gehabt. Die haben dann schon Leute dann verklagt wegen wie hieß das? Verkuppelung oder so. Dass die Postreklame im Übrigen dabei ist, das sollte zunächst einmal nicht verwundern. Das ist auch keine Mauschelei, sondern dieser Betriebsversuch ist so gedreht, dass die deutsche Postreklame die Überwachungsfunktion übernimmt. Das heißt, sie ist einerseits auch Anbieter, vermietet, glaube ich, auch ihre Ressourcen, ne? Ja. Ja, ja. Die haben also einerseits sehr viele Leitungen und bieten die Leitungen dann auch Dritten an. Das heißt, die sind gezwungen, alle Anbieter so regelmäßig durchzutelefonieren und damit auch ein bisschen zumindest Verkehrsaufkommen beizutragen und letzten Endes festzustellen, ob irgendwas ganz schlimm ist. Zum Beispiel sollten die also jetzt so Angebote finden, wie halten Sie Ihr 5-jähriges Kind doch mal in den Backofen, macht bestimmt Spaß. dann rufen die halt erstmal diesen selbstverwalteten Rat an und der beschließt eben, ob das böse ist und dann wird erstmal angerufen. Letztlich kann es halt dazu führen, dass man abgeschaltet wird, erstmal auf der Durchwahl und dann später auch komplett der ganze PMXer würde dann weggehen. Also es sind alles ISDN-Primär-Multiplex-Anschlüsse grundsätzlich, da gibt es nichts anderes, zumindest derzeit noch nicht. Und ja, dann wäre man erstmal weg vom Fenster. Ne? Also aus der Schweiz Angebotspalette Erotik 51%, Lebensberatung, Horoskope 9%, Beratung, EDV-Recht 5%, Geldbörse 2%, Ernährung, Schönheit 3%, Verkaufen und Kaufen 4%, Reisen, Ferien, Wetter 2%, Stellenangebote 1%, Witze, Märchen 4%, Marketing, Werbung 2%, Partnervermittlung 3%, Konferenzleitung 3%, Immobilien 3%, Sport 3%, Diverses, ja, nochmal 5%. Dass Immobilien hier ein bisschen mehr Prozent kriegen könnten, glaube ich schon. Es war sehr interessant zu sehen, wie groß das Interesse von Kleinanzeigenverlagen an PIT 190 waren. Vermute also, dass die nicht davon absehen werden, ihre ganzen Wohnungsangebote, die sie sowieso ja alle schon elektronisch erfassen, gleich irgendwie mit Text-to-Speech-Systemen oder so über diese Leitungen prügeln und dafür dann noch einen Mark 15 pro Minute einziehen. Das Problem war in der Schweiz auch eben halt durch die große, viel Erotik, die da war, haben viele Firmen dann angefangen, ihre Nummern zu sperren, dass man das nicht mal anrufen kann, weil die Mitarbeiter immer alle an den Dingern hängen. Das will die Post hier natürlich auch vermeiden. Es gibt dort, aus den Erfahrungen im Ausland war es so, dass Erotik meist am Anfang einen großen Anteil hatte, auf der anderen Seite natürlich auch zu einer Akzeptanz des Mediums geführt hat, weil das Interesse da in diesem Themenkomplex natürlich relativ groß ist. Aber dann dazu führte also nach einer Zeit, dass die Leistungen, also ziemlich, sagen wir mal, einfache Nap, irgendwie Wix-Geschichten anhören und so, dass die stagnierten und dass danach dann so wirklich die guten Informationsservices sich am Markt durchgesetzt haben. Was zum Beispiel in England tolle Services sind, rufst am Flughafen an, gibst deine Flugnummer durch und erfährst Verspätung nicht, welches Terminal, wo du parken kannst. Dass du sowas per Audio halt auch abrufen kannst. Alternativ dazu fordern die Anbieter dann, dass es für diese Erotik-Services einfach eine andere Nummer geben soll. Also statt 0190-0196 oder sowas. Und dann kann man das je nachdem sich freischalten oder sperren lassen, wie man das möchte. Wollen wir mal in die Lindenstraße reinhören, mal so zwischendurch zum Luft holen? Ganz kurz vorher noch. Klar. Die ganzen Beschränkungen und so weiter, die ihr eben aufgezählt habt und dieses Moral-Sheet. Ja, Moment, darf ich noch mal kurz? Es gibt drei Formen von Beschränkungen. Es gibt einmal die Beschränkung, was die Post sagt, was verboten ist. Zum Beispiel Live-Dialoge verspricht gegen Fernsprechmonopol. Oder wie du Experten, externe Leute auf... zum Beispiel raufschalten das für einen Experten-Service, also wie das an Computer-Service und so rufst dann Experten an, solange bis derjenige beraten werden kann. Das darfst du auch nur, wenn die Telefone dir gehören, die da stehen und die Leute bei dir arbeiten. Das ist einmal Fernmeldemonopol. Dann gibt es die zweite Ebene, das ist dieser Ausschuss Freiwillige Selbstkontrolle, der nochmal seine Regeln macht für den Betriebsversuch,
wo sie halt Sachen einschränken können, die in der EEG gang und gäbe sind. Und ja, das dritte ist dann die ganz normale Gesetzgebung, was du nicht machen darfst. Also halt Pornografie darfst du eh nicht machen und Fremdenhass aufstacheln und all so einen ganzen Kram. Das ist ja da auch nochmal extra abgeklärt. Okay, also dieser zum Beispiel der Expertendienst, der wird auch übernächstes Jahr und die sind alle verboten sein. Also dieses Weiterverbinden. Ja. Das, aber dieses Moralschild, wo die Leute sich zusammensetzen und so weiter, das ist nur auf den erweiterten Betriebsversuch beschränkt. Auf die Services 190, das heißt außerhalb dieser 190er Services kannst du letztlich das anbieten, was wiederum juristisch zulässig ist. Ja, okay, nochmal. Also eine gibt es da irgendwelche Informationen, wie es nach dem erweiterten Betriebsversuch damit aussieht? Das gibt es derzeit noch nicht. Das gibt es derzeit. Es gab jetzt erstmal den einjährigen Betriebsversuch. Der heißt ja deshalb Betriebsversuch, weil es keine gesetzliche Grundlage mit der Bundesregierung dafür gibt. Es gibt keinen Staatsvertrag, der das abdeckt, die Mehrwertdienste. Und die Telekom hat zunächst einmal überlegt, sowas eben einzuführen, weil eigentlich haben das ja alle Länder, es wird letzten Endes auch hier kommen, gar keine Frage. Bloß, die haben den Betriebsversuch vorangestellt, um erstmal Erfahrung einerseits damit zu sammeln, auf der anderen Seite gegenüber der Bundesregierung natürlich sich auch verhalten zu können. Und hier, schau mal, seit 2 Jahren läuft das jetzt ganz gut, jetzt können wir da auch mal eine Unterschrift runtersetzen. Und deswegen sind die auch so pikiert wegen Aufhetzung von diesem, nicht, also alles, was halbwegs politisch Wind machen könnte in den Medien oder so, das versuchen sie eben rauszuhalten. Es gibt eine EG-Direktive, die diese Dienstleistung, die Fernmeldedienstgesellschaften anzubieten haben im EG-Markt. Da gibt es sogenannte Pflichtdienstleistungen, da gehören die Mehrwertdienste auch zu. Und innerhalb dieser Pflichtdienstleistung wird es dann auch geregelt werden müssen, auch mit der Erotik. Das werden die auch irgendwie klären müssen, weil bisher wird das ja läuft das meistens über die 001-Nummern oder Antillen, niederländische Antillen und so weiter. Und die kosten natürlich noch ein bisschen mehr. Hier kommt man in einer Minute auf eine Mark 15. Das ist doppelter Entfernungstakt am Tag praktisch, wenn eine Fernzone, ne? Das ist Fernzone. Ja, zweifach. 12 Sekunden Takt ist es im Prinzip. 5 Einheiten pro Minute. Wie lange wird diese Erweiterung dauern? Bis Ende 1900, muss ich nachgucken. 95, glaube ich, haben sie gesagt. Wir wollen auch noch eine nächste Stufe machen. Also jetzt, nachdem du Betriebsversuch dann noch eine Erweiterung machen, wo du dann auch Fax anbieten kannst. Ja, das hat dann wieder was mit dem intelligenten Netz zu tun. Das ist die nächste Ebene, wo sie also im intelligenten Netz dann auch quer, also du hast dann auch Rufnummern, wo du dich mit verfolgen lassen kannst. Du gehst am Telefon, gibst eine Nummer ein und bist dann unter dem Telefon erreichbar. Das wird, da experimentieren sie auch dran, werden sie noch eine Weile für brauchen, ist aber natürlich auch wesentlich teurer und wenn man das durchkalkuliert, nur für kleinere Anbieter eigentlich interessant. So. Also wir werden im Club, werden wir natürlich versuchen, so eine Kind zu kriegen, also das für die ganzen Presseanfragen. Das IN ist einfach die technische Weiterentwicklung des Telefonnetzes, wie es derzeit ist. Das hängt gar nicht mal unbedingt mit dem 190er zusammen, aber letzten Endes hat es auch darauf Auswirkungen. Ich weiß nicht, wann soll das IN installiert werden? So im Laufe von 93, glaube ich. Ja, ja, sowas. Das heißt, irgendwann ist das Hamburg-Düsseldorf München, ne? Das zwei Standorte, wo IN-Dienste irgendwie erreicht so diese Betriebsversuch, alles Beta. Also die FIT-Geschichte, die ist jetzt aufgeteilt in 8 Standorte. Das sind im Prinzip halt 04, 02, 03, das ist halt jedes irgendwie ein Bereich. 02 hatte eben den größten Einzug in NRW, deswegen da der erste Betriebsversuch. Und derzeit ist es noch etwas schwachsinnig so gelöst, wenn du unter einer Nummer bundesweit erreichbar sein willst, musst du an jedem Standort, und zwar direkt in der Stadt, wo auch die Hauptzentrale ist, musst du präsent sein. Das heißt, du brauchst im Prinzip 8 Standorte, ja, bis zwar überall unter der gleichen Nummer zu erreichen, also wird jedes Mal anders geschaltet. Das heißt, wenn jemand vom Anschluss, der irgendwie mit 02 anfängt, die Nummer wählt, dann kommt er eben nach, wo ist das, Düsseldorf? 02 Düsseldorf, ja. Nach Düsseldorf. Wird immer an den Zentralvermittlungsstellen. Und hier ist entsprechend Hamburg. Weil in der Datenschleuder 16 ist ein Plan drin. Ich glaube, die 16 war das, wie das zumindest im Westteile zusammen wie und so weiter. Wie muss ich jetzt hier eine Straße an? Ja. So einfach Hörer abnehmen oder so. Ja, machen wir einfach mal, ne? Innenstraße? Ja, klar. Wieso geht das von hier? Ja, weil es da eine interne Testnummer gibt. Und die lautet? Ich will erst mal gucken, ob das überhaupt geht. Kriegen wir wieder was auf die Anlage? Ja, fein. Nicht so laut. Das bitte auch. Das klacken bitte auch.
Okay. Bei uns werden Sie rund um die Lindenstraße informiert. Wenn Sie unseren Dienst bereits kennen, dann sagen Sie nach dem Signalton einfach weiter. Sollten Sie dagegen zum ersten Mal zu Gast bei uns sein, dann sagen Sie erklären. Sprechen Sie nach. Lass mal aus. Erklären. Rückblick, Vorschau, Fernschau, Gewinnspiel. Meckerecke, Geisterstunde. Meckerecke. Antworten Sie also. Erstens oder mit. Zweitens, bitte nicht. Zweitens oder auch mit. Drittens. Hä? Die Arte besucht Dr. Dressler. Was hat die? Eins. Wie bitte? Okay. Aus! Ich glaube, die Box ist eh schon. Lassen wir das. Jeder Fehlanruf wird noch gespeichert. Und also für Leute, die das nochmal testen möchten, das ist dann die Rufnummer 0211. 523-98-910. 523-98-910. Die Nummer wird am Ende der Sendung nochmal eingeblendet. Das ist die Übersetzung der 091. Ja, das ist eine interne Testnummer, weil die versuchen, ihre Anlagen zu verkaufen. Die arbeiten, da kommen wir nachher noch, kommen wir gleich mal. Oder so. Machen wir mal ein bisschen Telefax. Was ist denn das? Das ist NMS Unit. Nein! Echt? Aber hier kommt es. Ja, gut, ich wollte noch mal ein bisschen wieder auf. Ja? Ich habe eine Frage: Wie viel Prozent bekommt der Anbieter? Gute Frage. 48% inklusive Mehrwertsteuer. Es war 46% und jetzt werden es 48%. Im erweiterten Betriebsversuch. Wobei dann noch unklar ist, wer die nicht bezahlten Telefonrechnungen, wie das damit passiert. Es gibt bei der Post eine generelle. Quote von 3% an problematischen Rechnungen und es ist völlig offen, wem die wie, was, wo abgezogen werden, weil es gibt ja keine Protokolle über die Nutzung in dem Sinne. Wobei problematische Rechnungen heißt nicht, dass 3% nicht bezahlen, sondern das heißt, dass 3% die Bezahlung nicht sofort und korrekt erfolgt. Da wird dann entsprechend nachgegangen, sprich Mahnungen verschickt und so weiter. Und wie groß die tatsächliche Nichtbezahlerquote ist, weiß ich nicht, die liegt auf jeden Fall nochmal drunter. Und die Regelung ist jetzt einfach die, da der Anbieter ja den Dienst bereits gemacht hat und er die Hälfte davon bekommt und er den Vertrag ja mit der Telekom hat, müsste die eigentlich zahlen. Wenn die jetzt ihre Kohle selber nicht bekommt, dann hat sie Pech gehabt. Ja. Die Telekom. Die Telekom, ja. Ja, also deshalb. Sie sehen das zwar noch anders, aber rechtlich werden sie es. Es gibt da ja auch gewisse Gründe, dass die Dienste zum Beispiel noch nicht aus dem Ausland anrufbar sind. Das hat aber im Prinzip auch die gleichen technischen Gründe wie. Wie hier die Regionalisierung. Ich habe mal eine Frage: Verbraucherschutz und zur Reklamation. Wenn ich jetzt zum Dienst 090-Dienst benutze und bin im Nachhinein nicht damit einverstanden, weil die haben mir keine Informationen gebracht oder das System ist abgestürzt oder ich komme mit dem System nicht klar, kann man dann reklamieren und dann kommt das Geld zurück? Also es läuft so, dass du erstmal darauf hingewiesen wirst, weil wie viel das kostet und das kostet dich dann schon erstmal eine Einheit. Ja. Die ist aber weg, die kannst du auch nicht einklagen. So. Und danach kannst du doch als jederzeit die Möglichkeit aufzulegen, wenn die Information, wenn das Angebot nicht entspricht, hast du die ganz normalen Möglichkeiten an der Stelle. Es ist Pflicht für die 190er-Anbieter, dass sie eine 130er-Nummer belegen müssen, mit Impressumstext und so weiter und Ansprüche. Das ist eine zentrale zu zeigen, oder? Weil die von der 800. Ja, die zählt grundsätzlich, glaube ich, alle auf oder so. Die werden jedenfalls für jeden Anbieter eine eigene 130er-Nummer schalten, wo es dann 130er. Achso, die richtig, auf der ist dann Impressum und wer für was zuständig ist und wer Ansprechpartner ist. Und im Zweifelsfall musst du dann mit dem Betreiber direkt dich auseinandersetzen. Genau.
Ja, aber nett ist ja, dass du ja vorher nicht weißt, ob die Information auch kommt, die du suchst oder nicht. Pech gehabt, du kannst die Pitbull-Sauer als solche abhängen. Ende einer langen, langen Datenreise und dann ist er dann da vielleicht auch nicht. Dann musst du dich Aber der Dienst ist zu dem Zeitpunkt schon erbracht. Es gibt keine Garantie dafür, dass dir der Dienst auch gefällt. Weil du kannst ja bei Lindenstraße Telefon anrufen und sagen, ich wollte aber, dass die Gabi am Schluss abgemurkst wird und bin damit nicht einverstanden, da kriegst du auch kein Geld für. Ja, das kannst du auf alles andere sehen. Dass man da auf dem heiß gemacht wird, auf irgendwas, und wenn das System abstürzt oder... Ja gut, das ist die Problematik dabei. Wenn er meine Stimme nicht erkennt, beispielsweise, ne? Okay. Dann sagt man nochmal oder weiter und erkennt meine Stimme nicht. Deswegen macht die Telekom ja auch so einen Tanz darum, sich irgendwie ihre Partner, also die wie war es so schön formuliert? Zuverlässige Partner. Ja, also die Zuverlässigkeit, die Bonität sozusagen im Gehirn, die muss schon gegeben sein, nicht? Deswegen haben sie ihn ja auch rausgeschmissen. Wenn du auf die Telefon anrufst und dir das nicht gefällt, was sie erzählen, dann ist auch kein Geld. Ja, schau da, weil ich über den Sinn da. Ey, mal guck mal, es ist doch eine Frage, wenn du einen Service anrufst und was willst und du stellst fest, dass der nicht zügig vorangeht und du ständig warten musst, ja, dann legst du doch gleich auf. Wenn du dranbleibst, bist du selber schuld. Und wenn du einen Service hast, der flott vorankommt und dann merkst du auch, dass du deine Infos schnell kriegst. Da wird es nett geben und da wird es Leute geben, die seriöse Dienste und auch gute Services versuchen anzubieten. Und letztlich entscheidet das, also es wird da natürlich gerade in der Anfangsphase viele, sag ich mal, Dienstleistungen geben, über den Inhalt und sinnvoll, also man streiten kann. Da wird alles probiert werden. Langsame Ansagen. Das ist eine 190er Nummer. Meeresrauschen für gestresste Manager zum Geld Beispiel. Also das geht schon. Das wird aber auch mit diesem FSK-Gremium abgemahnt werden. Da wird also erstmal ein bisschen gesprochen. So sind die Methoden, ja. Ob das greift, das ist eine ganz andere Sache. Beim erweiterten Betriebsversuch sind es auch sehr viel mehr als vorher. Dazu kommt natürlich, dass man flexible Dienste anbieten kann. Dafür braucht man natürlich auch die entsprechende Hardware und die entsprechende Software am Markt. Und darüber reden wir gleich mal ein bisschen, was überhaupt so am Markt vorhanden ist, mit was man rechnen kann, weil die Möglichkeiten doch im Groben noch relativ beschränkt sind, sage ich mal so. Wenn ich das eben verstanden habe, als du die Lindenstraße anriefest, ja? Da habe ich keinen Hinweis gehört, dass... Das war nicht 190er, das ist eine Testnummer. Moment, ich hätte dann sagen müssen, erkläre, was ich auch versucht habe, und dann hätte er uns das erklärt, was das kostet. Moment, das heißt also, zu dem Lindenstraßenrechner gibt es ebenfalls einen Zugang über normale Nummer, weil die Betreiber wollen ihr System normal verkaufen. Richtig, genau. Und die sagen, aha, für alle Kunden, die das jetzt mal sehen wollen, ist die Nummer zum Testen und für alle anderen 0190 und dann sind... Die anderen sollen, nö, genau. Schaffst du nicht. Fein. Weiter. Okay. Aber die Frage, die mich dabei interessiert, ist die Frage, ist denn für jeden Betreiber vorgeschrieben, dass er diese umständliche Sprachsteuerung macht? Nein, es ist gar nichts vorgeschrieben. Nix. Außer, dass das Ding eine Zulassung haben muss. Du kannst dir 30 ISDN-Telefone da hinstellen, 30 Studenten anwerben, die nehmen den Hörer ab und sagen, das ist ein 190er-Dienst, das kostet dich 5 Einheiten in der Minute, hallo, hast du Bock, ein bisschen mit mir zu telefonieren? Und du bist 190er-Anbieter. Das ist der Renner. Geiles Ja. Also es gibt keine Pflicht, dass es sich um ein automatisches System handelt. Aber wenn es ein automatisches ist, muss es zugelassen sein. Das ist natürlich von wichtig. Wem? Ja, vom BZT, von wem denn sonst? Wow. Und die haben drei Systeme zugelassen. Also unseres hat eine Zulassung. Und dann gibt es noch eins. Es gibt zwei zugelassene Systeme derzeit. Ungefähr. Ja, zweieinhalb, es gibt noch welche mit Betriebszulassung. Aber nur, weil ich wusste, dass du dahinter steckst. Der Test, der dauert also nur 2 Minuten beim Bundesamt. Ja. Nein, da haben wir auch nicht hintergesteckt. Es gibt einfach zwei Systeme, die schon ihre Zulassung haben. Das ist derzeit alles am Anrollen, weil selbst die Testtechnik noch gar nicht so für... Die Frage, mal gucken, soll ich das testen, ob der primär Multiplex auch anständig ist? Können wir sonst noch ein bisschen Telefon machen, noch mal ganz kurz. Weißt du, ob da genug Studenten sitzen? Ich mache das mal ein bisschen Telefon. Ja, okay, gut. Cool. Wir machen jetzt nochmal einen Break. Zeigen nochmal kurz die Telefon, das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht. Letztes Jahr haben wir sie eingeschaltet, genau vor einem Jahr und einem Tag. Also wir haben jetzt einjähriges Bestehen hinter uns. Läuft. Hat übrigens eine Haltwertzeit, die irgendwo zwischen 2 und 3 Wochen liegt, also schon recht ausgereift. Und
wenn wir das dann fertig haben, dann können wir auch gerne nochmal auf die technischen Details zu sprechen kommen, dass wir das sortiert haben. Also Telefon, ganz einfaches Teil, irgendwie so eine 8-Bit-Steckkarte, die geht ran und sabbelt einen voll. Man kann da irgendwelche Teleboxen und Menüs gestalten und von hinten durch die Brust ins Auge kriegt man auch öffentliche Foren hin. Das habe ich, da habe ich letztes Jahr mit angefangen, habe ich, wir haben letztes Jahr schon mal über Audiotext gesprochen, da entstand ja dann auch die Idee eines Adventures zu machen, worauf wir dann ganz am Schluss nochmal kommen werden, was dann Audio Reality nämlich sein könnte. Ja, ich habe angefangen letztes Jahr eigentlich nur mit dem Stöhnmenü und dem Forum. Ich werde jetzt mal versuchen reinzukommen. Drücke 1 für das Stöhnmenü. Hast du noch einen Operator dran? Nee, brauche ich noch nicht. Aber wenn es besetzt ist. Dann versuchen wir es halt häufiger. Es ist aber nicht mehr so voll, seitdem die Villa Kunterbund am Netz ist. Ah, es ist sogar frei. Nein, es ist besetzt. Toll. Ja, dann erzähl doch erstmal was über die Technik jetzt am Markt. So. Am 1. Februar ist sie fertig. Ich bin doch eigentlich noch ein paar Fragen. Wieso kann man denn die Villa Kunterbund anrufen, wenn ihr nicht an den Betriebsversuch teilnimmt? Das habe ich noch nicht verstanden. Weil Villa Kunterbund nicht 190er ist, sondern erstmal eine 040er Nummer. Also eine ganz normale. Privater Informationsdienst 040, ja. 65 77 0815. Erzähl dir auch was über Technik von Villa Kunterbund. Moment. Am Schluss. Moment. Was? Bitte. Komm her. Applaus. Wir begrüßen unseren neuen Gast. Er muss aber erst sagen, was er macht, wenn er die Wette verliert. Ja. Nicht was? Mach einmal so. Wir haben die Sachen schon 5 Jahren und das war mal so, dass die haben gesagt, bei uns gab es also vom Anfang an Erotik, das war mal, glaube ich, 80%, jetzt ist es noch 60%. Die haben gesagt, wenn die da Werbung machen für diese Nummern, dann soll da immer dabei stehen, dass das 50 Cent pro Minute kostet. Und seit einem Jahr gibt es auch 75 Cent und eine Gulden pro Minute. Und die Gulden ist ungefähr der Mark. Das heißt, die sollten das bei jeder Werbung in Zeitungen oder sowas, soll das dabei stehen. Und das, die Werbung kann man ganz einfach erkennen in Zeitungen, denn da steht so ein kleines Punkt und wenn man da so ein Glas darüber hält, dann steht da. Naja, und dann mussten die das auch dabei sagen, wenn die im Radio Werbung machen. Na, das war dann einfach, ja, rufen Sie bitte an, bla bla bla. Bzz. Und dann, wenn man die bzz so wirklich so. und Recorder so abnimmt und langsam macht, dann. Hört man da wirklich zu Risiken und Nebenwirkungen? Ja, und die Post war da ziemlich genervt, die Leute das jede 2 Monate wieder zu erzählen. Und dann haben die das so gemacht, dass wenn man die Nummer anruft, dann kommt da erstmal vom Post, so bevor du die Konnektion kriegst du vom Post so eine Nachricht, der Anruf dieser Nummer kostet sie 75 Cent pro Minute. Klack, und dann erst wird zu diesen Leuten. Da ist die Telekom komischerweise noch gar nicht drauf gekommen, auf die Idee. Vielleicht kann das ja auch ihr System nicht. Die haben also sich auch ganz frische Kübel da von Philips gekauft und eben da überall. The Philips. Genau. Und ja, so halbwegs zum Laufen bekommen. Nehme ich mal an. Also peu à peu sind schon alle angeschaltet? Nee, ne? Jetzt geht es los. Die hängen so dran und die ersten, die wohl bundesweit am Netz auf 190 sein werden, ist Infoline das wohl. Hamburg. Ja, im Elmshorn da. Mhm. In Hamburg kommst du auch schon durch, ne? Das ist ja gestern schon. Also über ISDN kommst du auf die 190er schon rauf. Ja, ja. Du kriegst zwar nur irgendwelche konfusen Ansagen von irgendwelchen halb betrunkenen Frauen. Aha, gut. Ah ja. Ja, das hat auch da gerade noch so ein paar Probleme gegeben mit den Übergängen vom Analognetz zum ISDN-Netz. Die haben ja für uns auch extra noch Glasfaserkabel da vor dem Haus reingebuddelt. Kamen sie mit dem Bagger an vor ein paar Tagen und haben da ihre Strecken gelegt. Erzähl doch mal was zur Technik mal erstmal kurz. Die haben noch eine ganze Was gibt's denn? Wir haben Telsys, ne? Das okay. Müssen wir erstmal anfangen. Ja, also es ist ein ganz interessanter Markt. Ich bin drinne. Du bist drin, dann machst du mal laut?
Telefonbuch, die 6 für den Kontaktvorwurf, die 7 für die Faxbox, die 8 für Telefon intern oder die 9 zu beenden. Ja, am beliebtesten ist immer noch das Störmenü. Störmenü. Vorspulen mit der 1. Zurück mit der 2. Selbe Stören gelten Sie mit der 9. Und zur Infosicht haben Sie mit der 0. Ja, das ist user-defined, nicht? Also das ist jetzt... Das ist so User-Stöhnen. Geben so ihre liebsten Stöhne ab. Ist ja klassisch mal das ist mehr so der klassische Stöhner, den bringen viele und dann ähnliche Bedienung wie bei Bildschirmtext gemacht, dass man also mit Sternziffer Raute über das ganze System springen kann. Das haben vor allem die User, die häufiger kommen, dann machen das sehr schnell, weil du kannst dann halt alle neuen Nachrichten direkt anwählen. Kriegt immer ein Besetz. Von einem Analoganschluss sehr lange, bis er die 30 Kanäle durch hat. Und dann erst kommt ein Besetz. Dann wäre schon schwer. Nicht, aber es ist ja kein 090-Service. Da haben wir die Musikbox. Was war das denn? 5000, ne? Oder was? Ich glaube, wir müssen mal die Telefonabfrage ein bisschen. Ja. Dass die Leute Musik reinspielen dürfen bei mir, zahle ich auch an die GEMA-Gebühren selbstverständlich. Ich sag, wir waren auf der Bühne mit einem roten Kopf. Aber es ist interessant, was solche Systeme für den Spieltrieb freisetzen. Das ist also im Prinzip der direkte Nachfolger von Mailboxen. Merkt man schon. Ja, ich habe also dann auch so, es haben sich so Usergruppen gebildet mit der Zeit. Und natürlich dasselbe wie bei den Mailboxen, dass also so gemeinten User so meinten, das wäre jetzt ihr System. Dann taucht mal aus Hannover welche auf und haben immer, hallo, ich bin der süße Rudi und ruf mich an und so. Und dann war das ganze System voll mit solchen Messages, worauf dann die ganzen User alle ausgeflippt sind. Hilf uns, lösch diese Nachrichten. Zensur, Zensur. Auf der anderen Seite... war interessant, dass auch viele Blinden angerufen haben, Blindenjugendheim und so, hatte ich am Anfang gar nicht auf der Liste gehabt. Ja, und dann haben wir experimentell halt weitergemacht und ein Hörspiel, das halt jeder Anrufer weitererzählen kann, mal eingerichtet. Das hat inzwischen so 216 Nachrichten, da kann man also gut eine Stunde zuhören. Ich gehe mal kurz rein. Yeah.
260. Ja, da kamen die schwarz gekleideten, säbelschwingenden, apokalyptischen Reiter kreischend auf ihren Schimmel über den Horizont hereingebrochen. Machen wir ein Tape drauf. Ja, da, und einer der Reiter steht ganz von seinem erbarmungswürdig ausgemessenen Schild auf die Wiese, um eine wunderhübsche Dutzendblume zu pflücken. Also das könnt ihr euch da auch mal, also wir werden das irgendwann mal auf Kassette ziehen. Aber das endet dann wirklich, also da ist alles dabei mit Hexen und Feen und Schaschlik und die werden abgeschlachtet und Kettengerassel im Kindergarten und Mr. Spock und beamt rauf und schaltet Fernseher aus und ein. Also ich habe eigentlich auch drum bemüht, niemals so zu zensieren im System. Das hat eigentlich im Groben auch geklappt, auch wenn so zeitweise die Leute dann das Stillmenü nicht mochten und da reingesabbelt haben, aber inzwischen geht das so. Also ich kümmere mich da kaum drum, was da im System noch läuft, weil wir mit dem anderen Projekt eigentlich genug zu tun haben. Das letzte, was ich da noch eingebaut habe, war die Faxfunktion, dass man also Faxe hinterlegen kann und abrufen kann, was allerdings die meisten nicht so ganz vom Umgang her, wie kann ich mit dem Faxgerät abrufen und so. Machen wir noch nicht. Also das klappte noch nicht so ganz mit dem Abruffax. Du machst das mit der Hardware. Ist eine Dr. Neuhaus Faxkarte vorgeschaltet, die sich die Leitung greift und dann in Transmit oder Receive geht. Und danach geht das wieder zurück auf die Voice-Karte, wenn es sauber funktioniert. Ja, was kann ich euch noch vorführen? Wenn man hier öfter Fehler macht oder so, kriegt man zwangsweise die Nationalhymne vorgespielt. In der Schöneberger Fassung kann das dann noch nicht unterbrechen. Ja, mach ich jetzt mal Schluss hier, oder? Ja. Nationalhymne. Nee, was? Erstmal die Abschiedsmeldung noch. Gut, das war so ein bisschen die Telefon. Die wird noch bis Februar wohl weiterlaufen. Viele Boxen haben auch auf dieser Powerline One auf Big Mouse aufgesetzt. Und einige sind auch so, sagen wir mal, Telefon-kompatibel inzwischen durch die Sternziffer-Rautenansteuerung und so. Und ja, da wird sich so einiges tun, so in dem Bereich auch so mit kleineren 1-2-Systemen. Es gibt dann für Zweier-Systeme auch noch von Talking Technology eine Karte, wo man dann 2-, 3- und 4er-Systeme gestalten kann. Und sehr viel mag Dr. Neuhaus, hat eine Fax-Voice-Modem-Karte entwickelt, da habe ich aber auch noch keine richtige Software dazu gesehen. Wirst du auch nicht. Gut, das sind so die Sachen eher, sagen wir mal, im Consumer-Bereich. Und im semi- bis professionellen Bereich erzählst du uns vielleicht noch ein bisschen. Ja, wenn da nicht jetzt erstmal irgendwelche Fragen zu dem ganzen Krempel. Ja. Auf letzten Kongress hieß es, dass Talking Technology pleite wäre. Das war eine Fehlinformation. Die gibt es immer noch und die Karten gibt es auch immer noch. Okay. Und sie funktionieren auch immer noch. Aber besser an digitalen als analogen. Besser gesagt, also MFV-vermittelten Anschlüssen funktionieren sie besser. Okay. Ungefähr eine Preisvorstellung für so eine 560 Mark, glaube ich, zurzeit. Für eine Einport Powerline One. Und Telefon wird betrieben. Auf eine Einport Powerline One, irgendwie mit dem alten 286er, einer irre langsam SCSI-Platte und 2 MB oder sowas. Nein, daran liegt es nicht. ST01 habe ich nur. Ja, doch. Das heißt also, ist halt.
gibt nur eine Leitung, die zu Telefonie führt. Ja, richtig, eine einzige. Und die ist in der Regel auch immer dicht gewesen. Also bis vor kurzem, jetzt gibt es so ein paar mehr Systeme, jetzt weichen die Leute schon mal aus, aber war eigentlich so in Deutschland das erste System, was so am Netz war. Kann ich mir einen Bäcker? Ja. Was ist das langsamste Glied bei Telefon? Die Festplatte, der Controller für die Festplatte. Mit der Festplatte zusammen. Das ist klar, weil Voice Samples, das ist zwar auch nicht Unmengen an Daten, aber das ist schon mehr als normal Text. Das musst du mal bedenken. Mit wie viel Kilobyte pro Sekunde zeichnet der auf? 4 Kilobyte. Also normalerweise DPM, würde das blitzschnell gehen. Die Platte ist echt eine Krücke, aber ich habe keine andere. Wenn einer hat, her damit. Wie viel Datenvolumen hat Themen denn ja angesammelt? 80 MB sind drauf und ich schraddel immer so an 70 rum, wobei dieses Hörspiel mit den 216 Nachrichten natürlich eine ganze Menge ausmachen. Und dann gibt es noch Fächer für User, muss ich dazu sagen. Da habe ich also 20 Leute irgendwie mal User-Fächer gegeben zum Rumspielen. Da habe ich dann 20 Mark genommen, so dachte ich so im Monat und als Abschrecken. Ein paar haben mir das Geld dann aufgenötigt, die habe ich dann noch eingetragen. Und inzwischen verscheuern die ihre Boxen wieder untereinander und so. Also ich weiß ja gar nicht genau, was da so los ist. Habt ihr euch schon mal mit Voice-Komprimierung beschäftigt? Ja, zwangsläufig. Also da gibt es so diverse Standards. Aber jetzt nicht auf dieser Ecke, ne? Hier wird das einfach 2:1 komprimiert, Feierabend. Kurze Frage zu wie wird die programmiert? Ist da eine Software dabei? Oder? Es ist eine Standardsoftware dabei, wo du halt wie bei BTX so reinträgst, wenn er die 1 drückt, machst du das. Du kannst DOS-Programme aufrufen und dadurch kannst du so hintenrum ein bisschen tricksen. Das Hörspiel mit sind Batch-Files, auch dieses normale Sortieren der Nachrichten, wenn du neue Nachrichten hinterlässt, sind keine Standardfunktionen. Mailboxen und Menüs sind Standardfunktionen. Und da kannst du aber, wie gesagt, weil du Batch-Files hintenrum laufen lässt, kannst du da gut tricksen. Aber mehr als einen Port kannst du halt nicht fahren. Und du darfst auch nichts anderes im Hintergrund fahren, weil es ist halt wirklich Standalone-Single-Kiste und jeder Cache, wenn du einen Cache drin hast zum Beispiel und so eine lahmarschige Platte wie ich, dann geht die Taktfrequenz beim Samplen dann runter und solche Scherze. Also Dollar. 4K. Das ist auch ein Standard. Das dürfte wahrscheinlich auch alle PCM sein. Ja, irgendwie so. Nee. Macht ihr nicht? Noch er nimmt die 8-Bit und komprimiert sie auf 4 runter. Also er packt sie einfach zusammen. Schön. Naja, die haben sich halt irgendwas ausgedacht. Kompression ist möglich, weil bei Sprache hast du ein relativ eingeschränktes Frequenzfeld und da kann man schon was machen. Also es gibt Komprimierungsraten bis 1,5 Kilobyte pro Sekunde, die man auch halbwegs wiedererkennen kann. Musik kriegst du da allerdings nicht mehr unter. Zumindest nicht brauchbar. Ja. Ich habe das mal versucht mit einer Soundkarte in Verbindung mit einem Modem. Das ist eine Art Voice-Modem. Wir nicht. Ja, es gibt Modems-Tags oder so, das hat so einen Voice-Modus, ne? Das schickt dann irgendwie. Ja, das Problem an den meisten Modems ist, die auch Voice können, ist, dass du den Voice-Ausgabe nicht mit dem DTMF wieder unterbrechen kannst. Und damit taugen die natürlich alle für intelligente Anwendungen nichts. Sondern höchstens so als Anrufbahn, oder? Ja? Ich habe versucht, eine Soundkarte ans Telefon zu hängen und versuche es noch. Und hat eine erste Bauanleitung in der Hacke abgedruckt, damit gibt es aber Probleme, wenn das Ganze brummt fürchterlich. Also da muss man ein bisschen dran spielen. Mhm. Hat ja, schon erkennen, wenn du so eine Standard-Soundler nimmst, dann guck dir mal die Wandler an, der kriegst du das Kotzen. Gut, gehen wir jetzt, wenn sind noch Fragen zur Telefon soweit, sonst gehen wir zum nächsten Block über. Ja? Diese Karten, Powerline und so weiter haben ja alle keine BZT. Lassen, ja, und? Mache ich mich da irgendwie strafbar, wenn ich sowas schreibe? Klar, natürlich. Natürlich. Das heißt, ich darf zum Beispiel nicht offiziell Werbung dafür machen. Nein, da musst du die Post fragen, im Zweifelsfalle, im V-Falle wirst du erschossen. Ja, kann passieren. Also ich habe das Ding seit einem Jahr dran, im April stand es im Spiegel irgendwie Erfolg mit Stöhnmenü und so, seitdem gucken mich alle immer schief an. Und da hat sich niemals einer bei mir beschwert drüber. Ne? Die Poster finden sowas ja auch geil. Außerdem gibt es, ich glaube im Archiv gibt es Aufkleber zu kaufen. Die Telekom geht langsam dazu über, zu verstehen, dass sie damit mehr Geld verdienen, als dass sie irgendwas anderes verlieren. Und so ist es ja auch mit den normalen Modems auch. Wir hatten das ja schon immer gesagt, bloß jetzt haben sie es langsam auch verstanden. Oder? Also die Powerline 2 soll zugelassen werden. Da gibt es irgendwie Hersteller aus Australien oder irgendwie so, oder Kanada, die wollen auch irgendwie, Pika heißt ja, die wollen auch was. Also die sind alle irgendwie bestrebt, aber es ist immer noch das alte Spiel, wenn man auf die Zulassung wartet, arbeitet man mit veralteter Technologie. Die trauen sich nicht, die Postler, weil die rumzumosern. Die haben Angst vor dir. Oh, wer weiß.
Was gab's noch? Was anderes? Nochmal. Da würden Sie nur weiter verlieren. In den Batchfiles, könntet ihr die ein bisschen genauer erläutern? Die Batchfiles, ja. Betriebsgeheimnis. Ja, das führt jetzt zu weit. Nein, es gibt ein Programm, was die Karte direkt ansteuert und mit Batchfiles kannst du halt hintenrum durch die Brust ins Auge mit den Files noch ein bisschen rumzaubern und es gibt auch ein C-Toolkit, da kannst du eigene Applications drauf entwickeln, was ich dir aber nicht empfehlen würde. Die Powerline 1 ist ein gutes Gerät, so zum Anfang zum Spielen, um Erfahrung mit Medium zu sammeln, was Nettes, Kleines, Häusliches aufzubauen, ist wie das erste Auto, es fährst dann gegen die Wand und dann kaufst du was Anständiges. Okay, also ihr würdet diese Software, die diese Batchfiles aufrufen, die ist von Talking Technology. Richtig, ja, und damit arbeitet die Telefon und das lasse ich jetzt auslaufen, weil es halt durch ist und wir was Besseres, hoffentlich Besseres demnächst. Ja? Ja? Du hast es gerade vergessen. Ich habe jetzt von Technik von der Villa. Ja, da kommen wir am Schluss nochmal mit. Gut. Okay. Ja, da fange ich jetzt mal mit an. Also, wir haben uns vor einem halben Jahr mal angefangen, ein bisschen umzuhören, was auf dem Markt denn überhaupt so da ist. Es ist ja mal wieder so wie immer, dass in Deutschland eigentlich kein Mensch über irgendetwas Bescheid weiß. Es gab zwar hier schon ISDN, in verhältnismäßig großer Ausbaustufe, aber das war es dann auch. Und die einzigen ISDN-Karten, um das gleich mal vorwegzunehmen, weil ISDN ist ja letzten Endes das Medium of Choice, die einzigen ISDN-Karten, die es gab, die haben sich alle um die S0, also um die Basisanschlüsse gekümmert. So PMXer oder sowas, das ist hier noch ziemliches Neuland. Man muss zunächst einmal in die USA blicken und Kanada. In Asien ist es, glaube ich, auch schon ähnlich verbreitet, aber in den USA, da werden mal wieder die Pioniertaten vollbracht. Dort gibt es schon eine ganze Reihe von Firmen, die sich darum kümmern, diese Sprachverarbeitung mit möglichst viel Hardware zu erschlagen. Jetzt kann man natürlich sagen, und ich weiß auch, dass das geht, das hat allerdings ein Problem, das kann man ja auch alles mit Software machen. Nicht? Machen wir eine ISDN-Karte, kommen 64 Kilobit raus und so, und das kriegen wir schon irgendwie gefiltert und eine kleine Fourier-Transformation drauf und DTMF, ach, kriegen wir schon hin. IBM hat das tatsächlich probiert, oder die machen es sogar tatsächlich, irgendwie führen die einen ISDN-Basisanschluss in so eine AIX-Mühle, so ein RS6000-Hobel, nenne ich gerade besonders langsam, und machen also da schon so Voice-Applications auf der Basis. Wir haben uns sowas angeschaut und wir haben uns auch was anderes angeschaut und grundsätzlich bin ich der Meinung, wir der Meinung, dass die Idee, das mit Hardware zu machen, wesentliche Vorteile hat. Es läuft nämlich darauf hinaus, und ich kann gleich vorwegnehmen, der PC-Markt ist da das Entscheidende, sprich man macht das Ganze auf PC-Technologie, weil da eben nun mal der Bus da ist und alle das haben und gerne benutzen wollen und die Kisten auch schnell genug sind für größere Applikationen, wie sich gezeigt hat, dass man eben ein modulares System aufbaut. Sprich, die Karten teilen ihre Funktionen, die das ganze System macht, auf untereinander. Man hat also unterschiedliche Ressourcen. Digitalen Bus. Genau, und untereinander sind sie nochmal mit einem zusätzlichen digitalen Bus versehen, wie der auch immer aussehen mag. Sprich, nicht nur der normale PC-Bus wird dafür genommen, dass die Karten überhaupt im Rechner drinstecken, sondern das ist noch so ein kleines Flachbandkabel, das geht so über alle Karten rüber. Das vereinigt die meisten Konzepte, die man findet. Es gibt allerdings auch noch integrierte Anlagen. Da ist zum Beispiel zu nennen die Firma Telsys. Und wer macht das noch? Frag mich nicht, Telsys. Gibt es noch irgendwas anderes? Die haben sich also tatsächlich getraut, noch eigene Hobel auf irgendeiner Technologie aufzubauen. Wenn man sich allerdings die Programmierung dieser Kisten anschaut, da wird einem wirklich schlecht. Wir waren... Telsys Ampelsteuerung Methoden, ne? Ja, das ist so der Spruch. Telsys Assembler. Mir wurde immer erzählt, es wäre schlimm und ich habe mir das dann mal tatsächlich angeschaut und dieser Verkäufer von Telsys kam also auf mich zu und versicherte mir nochmal eingehend, dass es sich entgegen allen Gerüchten wirklich um High-Level Programming handeln würde. Das Ganze bestand dann noch nicht mal aus dem Komfort von Basic. Das ist echt wahr, so mit Zeilennummern und Goto-Statements, aber alle Labels nicht länger als 3 oder 4 Buchstaben und solche Sachen. Also ganz Bibberschauder. Und ich habe dann nicht mehr wie 4000 Zeilen. Ja, also ich habe ihn einfach links stehen lassen. Er hat mir noch so einen Chart mitgegeben mit den Mnemonics, die man noch programmieren kann. Aber das ist also wirklich nicht die Sache. Und diese PC-Technik ist gerade von daher interessant, als dass man ja im Prinzip mit so ziemlich jeder Programmiersprache drauf aufsetzen kann. Und das war eigentlich auch unser Ziel. Denn was wir im Sinn hatten, war ein verhältnismäßig flexibles System, was wir also möglichst unabhängig von den verwendeten Karten und von den verwendeten Bussen und so weiter nutzen können. Da ist sehr viel Träumerei dabei, weil letzten Endes wird man dann aufgeweckt durch Treibereinschränkungen und Vergleichbares. Das kennt ihr ja sicherlich selbst, wenn ihr programmiert. So ist es hier auch.
Aber es war schon ganz gut, auf PC-Technik zu gehen, weil da einfach schon eine ganze Menge da ist. Ich nenne jetzt mal ein paar Namen. Marktführer in den USA, ich glaube auch weltweit mit seinen modularen Systemen, ist die Firma Dialogic, vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt. Pepbus, ne? Die haben erstmal was entwickelt, das nannte sich AEB, Analog Expansion Bus, genau. Das ist also auch so ein kleiner Kabelstrang. Damit haben die also Karten, die direkt an die Telefonleitungen angeschlossen werden. Ich nenne das Ganze jetzt mal technisch Trunk-Interfaces, also Karten, die sich direkt ans Netz anschließen. Haben sie also analog diese Signale weitergeleitet an Ressourcenkarten. Ressourcenkarten ist im Wesentlichen halt irgendeine Hardware, die jetzt das Sampling macht, die also eine AD-Wandlung vornimmt, womit man also Samples aufzeichnen kann, beziehungsweise Samples wieder abspielen kann und die auch die DTMF-Erkennung macht. Wobei bei diesen Dingern wird also tonnenweise mit DSP-Technologie rumgeschmissen. Da sind so viele DSP drauf, wie ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, auf einer einzigen Karte. Unglaublich, gepflastert sind die damit teilweise. Je nachdem, was die Dinger machen. Eine andere Ressource, die auch benutzt wird, das ist Spracherkennung. Das würde also genauso parallel geschaltet werden. Bei den analogen Geschichten ist natürlich der Nachteil, dass man da halt irgendwie erstmal samplen muss, das ist ganz klar. Und der Vorteil bei digitalem Anschluss, sprich ISDN, primär Multiplex-Anschlüssen, ist, es kommt also gleich digital rüber und man hat so diverse Probleme nicht. Zum Beispiel eine ordentliche Hang-Up-Detection, dass man also wirklich merkt, dass der andere aufgelegt hat. Das ist bei analog alles gar nicht so einfach und bei ISDN überhaupt gar kein Thema. Gut, es ist ja so, dass es grundsätzlich diese Kartensysteme weltweit am Markt gibt mit analogen oder teilweise fürs amerikanische oder andere Netze digitalen Anschlüssen. Das ist dieses T1. Richtig. Und komischerweise mit 24 Trunklines. Fürs deutsche ISDN gibt es eigentlich erstmal nur einen Hersteller, der durchgekommen ist für beide Normen, also jetzt Dialogic und das NMS, worauf wir noch kommen. Entscheidend ist auf welcher Politik die, also jetzt Treiberpolitik, die Händler und Hersteller. Okay, also ich decke das nochmal kurz ab. Es gibt also einerseits Dialogic. Mit Unix, ne? Ja, es gibt einerseits Dialogic und Dialogic ist relativ früh mit diesem Konzept gekommen. Und dann gibt es eine andere Firma, die nennt sich Natural Microsystems, kurz NMS. Die sind beide verhältnismäßig unbekannt, aber wenn man in einschlägigen Fachzeitschriften mal nachblättert, findet man schon ziemlich großflächige Anzeigen, wie das so von Amerikanern bekannt ist. Und die haben einen alternativen und sehr viel leistungsfähigeren Bus zur Verfügung gestellt, der nennt sich dann MVIP, MVIP, Multi-Vendor Integration Protocol. Ziemlich dummer Name für so einen Bus, aber hat den Vorteil, dass er ganz gut funktioniert. Und das ist dann der erste Schritt gewesen, dass also mehrere Hersteller sich auf den gleichen Bus geeinigt haben. Wir kennen ja den Effekt, wenn mehrere Hersteller sich auf irgendwas einigen, geht dann erstmal ganz süß zu. Und das Interessante daran ist, das funktioniert. Das funktioniert tatsächlich. Also wir haben uns tonnenweise solche Karten gekauft, in den Rechner reingesteckt, ein paar Monate dran rumgeschraubt und schon ganz interessante Ergebnisse erzeugt. Das heißt, wir haben in den Rechnern ISDN-Anschlüsse drin, diese Sprachsampling-Sachen, dass man also überhaupt aufzeichnen und abspielen kann, aber auch schon Spracherkennung und das sind alles unterschiedliche Hersteller. Ja, dann gibt es noch Faxkarten und Konferenzkarten und Karten zum Anschluss von Headsets, jetzt für Operatorplätze. Genau, sogenannte Station-Interfaces, das man also direkt... Das ist auf dem selben Bus, das heißt, du hast da einen riesigen Tower bei dir stehen mit, was weiß ich, 20 Stellplätzen oder so? Nee, du kriegst maximal zurzeit nur 30 Lines über einen Rechner mit 12 Slots gehandelt. Das ist nicht das, was er meint. Das ist einfach viele Karten, die nebeneinander stecken. Ja. Also völlig unterschiedliche Hersteller, die einen Bus teilen. Genau. Wobei mit Bus meine ich jetzt das Kabel oben, nicht unten. Ne? Ja, schon klar. Und das funktioniert ganz prima. Die Bandbreite dieses Busses ist übrigens recht beeindruckend. Das sind 8x32 bidirektionale Kanäle à 64 Kilobit. Also theoretisch könntest du die Kapazität von 8 ISDN-Primär-Multiplex-Anschlüssen da drüber führen. Das ist nicht wenig. Und das weitere Interessante an diesem Bus ist, dass du schon auf Bus-Definitionsebene, das ist also schon festgehalten, wie du diese einzelnen Kanäle untereinander hin und her schalten kannst. Da gibt es also ein ziemlich kryptisches Interface, wie man also auf diesen komischen Switch-Blocks da hin und her schalten kann. So ist zum Beispiel Conferencing, Moderator-Conferencing, schon mit dem Bus möglich, ohne irgendwie ein Stück Software dafür schreiben zu müssen. Du kannst also einfach zwei Leitungen miteinander verbinden und dann hören die sich und das funktioniert. Das ist also schon eine ganz praktische Sache. Die Sachen haben allerdings einen Nachteil. NMS vorwiegend US-halbe. Ja, die kosten Schotter. Ja. Also da muss man noch was zu sagen. Betriebssysteme, nicht? Also es gibt von allen Herstellern DOS-Anbindungen.
Und alle sind sich eigentlich einig, dass es das überhaupt nicht ist, aber tatsächlich wird das wohl auch benutzt. Es gibt von den allermeisten Herstellern gibt es Unterstützung für Unix. Das ist im Wesentlichen, soweit ich weiß, Interactive Unix, wohl aber auch SCO Unix. Und das war ganz interessant, vor allem für uns, weil dafür haben wir uns letzten Endes entschieden, OS2. OS2, 1.3 wird unterstützt von den Herstellern, weil die einfach so zwei, drei Sachen verstanden haben, warum das wichtig ist. Und deswegen sind wir letzten Endes auch auf OS2 gegangen, das heißt die Villa Kunterbund, um das gleich zu beantworten. Die Frage kommt ja gleich, läuft unter OS 2.2.0. Es gibt so eine Tendenz, das habe ich einerseits im Bauch und andererseits habe ich das auch schon gehört, dass diese ganzen Hersteller von Audiotex-Hardware sich auf Windows NT stürzen werden. Das, wenn es also wirklich tatsächlich mal laufen sollte, so wie es versprochen ist, dann ist es das eigentlich das ideale Betriebssystem dafür. Unix wird allerdings auch noch sehr breitbandig eingesetzt, weil es wahrscheinlich eine ganze Menge Programmierer gibt, die sie dafür empfehlen. Ja, das ist eigentlich im Groben gibt es mehrere Firmen, die das vertreiben. NMS vertreibt Telenet in München, die haben auch die Anlagen durch die Zulassung bekommen. NMS-Technologie vertreibt auch Comsys, die allerdings mit Unix-Software drauf und ein bisschen abgespecktere Systeme und haben nur eine vorübergehende Zulassung, noch keine Gesamtzulassung. Dialogic wird eingesetzt bei Computel, der Axel Springer Verlag wird damit arbeiten und die Deutsche Postreklame wird diese Dialogic-Sachen einsetzen. Und dann gibt es noch Kreutler, die haben auch irgendwie wieder ein eigenes Kartensystem entwickelt, was allerdings auch noch nicht so richtig läuft, weil sie momentan auch wieder mit der Spracherkennung experimentieren, die wir auch einsetzen. Das ist Scott. Und der Rest des Marktes, da sind dann auch einige Holländer mit eigenentwickelten Systemen und Telsys halt, die schon seit Jahrzehnten aus England Maschinen anbieten. So ungefähr ist die Marktverteilung. Das größte Problem ist eben das digitale Interface, das 1TR6. Und da hat Telsys irgendwas gebastelt, die haben eine Zulassung bekommen. Und alles, was mit Dialogic oder MVIP-based arbeitet, ist auf diese Karte aus England angewiesen, die bisher die einzige Steckkarte ist, die eine Zulassung hat auf der Ecke. Und rauchen immer noch die Treiber ab. Hoffentlich nur bei uns. Naja, also ich meine, das größte Problem, was wir haben, lässt sich irgendwie in 6 Buchstaben fassen. Das heißt Novell. Leider gezwungen, irgendwie mit Novell zu arbeiten. Und das ist programmiertes Ende. Gut, das so ein bisschen. Wir können ja jetzt so ein bisschen ganz kurz mal zum Projekt kommen, was wir so machen. Was darf ich denn erzählen? Ja, ich kann ja nur erzählen, dass wir ein interdisziplinäres Team gebildet haben aus Hackern, Diplom-Informatikern und anderen künstlerisch engagierten Leuten, um also eine Kommunikationsmaschine zu entwickeln. Die Idee ist ja schon auf dem letzten Kongress gekommen, sowas wie ein Adventure fürs Telefon zu machen. Ich habe mich im letzten Jahr, nachdem das mit der Telefon so gut lief, bei einigen Leuten am Markt mal vorgestellt und Partner gesucht. Bin dann letztlich überall abgeblitzt, weil die keinen Bock auf mich hatten wegen meiner Hacker-Geschichten. Meistens im Financial Management und so. Und dann haben wir einen doch sehr mutigen Investor gefunden, der die Risikotaste $$ drückt und wir das also umsetzen können und praktisch die Firma Audioland dadurch irgendwie zustande kam, bestückt ist mit irgendwie 11 Beratern und 3 Festangestellten, die sich darum bemühen, also jetzt irgendwie die Vision Audio Reality umzusetzen. Und so ein bisschen, wie wir das so angegangen sind, das kannst du jetzt wieder erzählen. Ja, das ist ein ganz lustiger Club so. Geht da also sehr locker zu, kennt ihr ja sicherlich. Und wir haben uns erstmal eine Infrastruktur geschaffen, ein kleines Tonstudio selber eingerichtet, wo wir also unsere Aufnahmen selber machen. Über so einen bestimmten Sprecherstamm sind wir dabei aufzubauen, Aufnahmen selber zu machen, abzumischen, um dann letzten Endes genug Material dafür zu haben, um etwas... Herr Veneri? Der Typ ist gefragt. Wir sind schon weiter, vor 5 Jahren wäre das noch nicht drin gewesen. Rufen wir es durcheinander. Wo war ich denn jetzt? Wir haben eine Veranstaltung. Wir wollen halt
Unter anderem, wir wollen unter anderem realisieren ein System, was wir so in der Vision haben unter dem Decknamen Audio Reality. Das ist ein Kunstwort, was wir uns wirklich selber geschaffen haben, was auch nichts mit Virtual Reality zu tun hat, weil es das nämlich auch wirklich nicht ist, weil Virtual Reality übers Telefon geht nicht, weil dann bräuchten wir irgendwie Stereo. Ich meine, so mit zwei Telefonleitungen zu arbeiten und so haben wir schon mal dran gedacht, aber so weit sind wir noch nicht. Ich meine, es muss ganz beeindruckend kommen, irgendwie mit Kunstkopfaufnahmen oder sowas über das Telefon zu setzen, vielleicht nächstes Jahr. Aber zunächst einmal geht es einfach darum, wegzukommen von diesem starren Menüsystem, wie es zum Beispiel die Telefon zwangsläufig noch ist. Und wie im Übrigen auch die meisten Angebote sind, die man auf dem Markt findet. Weil auch bei diesen 190ern wird es also darauf hinauslaufen, entweder du hast eine Durchwahl und kommst direkt an deinen Service ran. Also zum Beispiel, du wählst die Telefonnummer für Horoskop, Schütze mit Aszendent, Jungfrau und weiß nicht was noch, und Pickelquote nicht über 30%. Und dann hast du es eben schon direkt, ohne dass du da groß in Interaktion treten musst. Ja, oder du musst dich eben durch so eine komische Menüstruktur durchhangeln, wie drücken Sie 1, um dieses zu tun, drücken Sie 2, um was anderes zu tun, oder drücken Sie 3, wenn Sie nichts zu tun haben. Und das ist alles sehr lahmarschig und das wird auch sehr schnell langweilig. So, jetzt sind wir erstmal den ersten Schritt gegangen und das ist das, was wir vorhin gehört haben. Das ist die Idee der Villa Kunterbund, die an sich ja auch schon ein bisschen an die Telefon erinnert, aber schon mal den erschlagenen Vorteil hat, dass wir 30 bis 90 Telefonleitungen gleichzeitig haben. So sie denn laufen. Manchmal laufen sie ja auch. Insbesondere, wenn einer die ganze Zeit vor dem Bildschirm sitzt und das Ding ständig wieder hochkurbelt. Aber der Unterschied ist, dass wir eine Softwareumgebung geschaffen haben, die sich vollkommen von den bisherigen Softwareumgebungen unterscheidet. Und das ist das wesentliche Merkmal. Das heißt, wir arbeiten teilweise mit der gleichen Hardware wie andere Anbieter auch. Standard-Hardware gekauft. Kann man sagen, Standard-Hardware. Also diese ganzen Features wie Touchtonerkennung, Spracherkennung, vielleicht auch Sprechererkennung, das sind ja zwei Paar Schuhe. Natürlich das ganze Abspielen von Samplen, Aufzeichnen von Samplen und so weiter. Das sind alles so Basisfunktionen, die nehmen wir einfach nur noch in Kauf. Die werden also angesteuert über entsprechende Treiber-Schnittstellen. Und was wir dann dazu tun, ist eigentlich nur die Kombination dessen. Wir haben uns sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie man das am besten tun könnte. Wir sind uns da auch immer noch nicht so ganz einig, wie man es am besten tun kann. Aber wir haben auf jeden Fall den Weg gewählt, dass wir möglichst im High-Level-Bereich programmieren. Denke ich, verrate nicht zu viel, wenn ich das Gerüst darfst du ruhig erklären. Dem interessierten Publikum verrate, also unser Steuer Software, mit der also die eigentliche Logik, die eigentliche Intelligenz der Villa Kunterbund umgesetzt wird, das ist in Smalltalk programmiert. Also in einer Sprache, die eigentlich mit Systemprogrammierung überhaupt gar nichts zu tun hat. Das haben wir auch ganz kräftig spüren können, als wir das dann realisiert hatten. Und deswegen ist es auch notwendig gewesen, da noch diverse Zwischenlayer dazwischen zu legen, die in C programmiert sind. In C deshalb, weil unter OS 2.2.0 nicht sehr viel anderes verfügbar war. Das war also im Prinzip der Griff in den Topf. Es lag halt nur ein Produkt drin. Genau das gleiche Elend wie mit Novell. Nicht? Also das ist auch das Einzige, was man derzeit unter OS 2 halbwegs einsetzen kann, wenn man eine zentrale Dateispeicherung haben möchte. Und da es so en passant auch noch so zwei, drei andere rudimentäre Netzwerkdienste zur Verfügung stellt, haben wir also die also auch noch benutzt und das war wohl ein schlimmer Fehler. Das wissen wir noch nicht so ganz genau. Auf jeden Fall gehen also 40% der ganzen Systemabstütze auf diese Kappe. Auf jeden Fall. Das Konzept ist also so, dass man tatsächlich, wenn ich das ganze System hochgefahren habe, sitze ich vor einem Rechner, in dem überhaupt gar keine Voice-Hardware drinsteckt, sondern nur eine Ethernet-Karte, mehr nicht. Und dieser Rechner steuert übers Netzwerk andere Rechner, die letzten Endes mit der ganzen Line-Interface, Hardware, Spracherkennung und so weiter bestückt sind. Jeweils 30 Ports. Jeweils 30 Leitungen pro Rechner, also mit anderen Worten ein ISDN-Primär-Multiplex-Anschluss, von dem wir jetzt 3 Stück haben, geht in jeweils einen Rechner und die 3 Rechner formen halt einen Block von 90 und dass die sich alle hören können, ist einfach erstmal dieses zeitversetzte Senden. Man hat ja das vorhin gesehen, wir waren im Partykeller, dann kamen die anderen Leute rein und ohne dass ich irgendwas gemacht habe, kam so die Ansage, alle mal hören, Axel ist irgendwie neu dazugekommen. Und das ist eben der Vorteil, denn wir haben die ganze Information des ganzen Systems aller Leitungen in einem einzigen Smalltalk-Kern. Wer Smalltalk nicht kennt, sage ich kurz noch dazu, es handelt sich um eine objektorientierte Umgebung,
nicht nur um eine objektorientierte Sprache, sondern auch um eine objektorientierte Umgebung, weil man irgendwie alles immer in einem sogenannten Image hält. Das heißt, sämtliche Daten, sämtliche Zustände und auch der gesamte Programmlauf, das befindet sich irgendwie in einem so einem großen, kräftig vom Betriebssystem abgekapselten Kern. Und die Nachteile sind das eine Ding. Die Vorteile sind, man hat sofort die Einbindung in die grafische Umgebung. Das Ganze läuft also unter Presentation Manager, ganz wunderbar, so mit Doppelklick und Drag und Drop und solchen Geschichten. Und wir können also beliebige Späßchen machen. Sprich, von der Programmierung her sieht es letzten Endes nur so aus, wenn ein neuer Besucher reinkommt, dann nehmen nicht die anderen davon Notiz, sondern er sagt allen anderen, dass er jetzt dazugekommen ist. Und das äußert sich dann im nächsten Moment sofort mit dieser Ansage. Wobei sämtliche Ansagen einfach so holterdiepolter im Prinzip mir entgegengeworfen werden. Und auf der niedrigsten Ebene, also kurz bevor das Ganze tatsächlich auf der Telefonleitung ausgegeben wird, wird das Ganze nach Prioritäten sortiert und dann schön der Reihe nach abgespielt, damit also kein Clash passiert. Der typische Effekt, dass ich also irgendwo bin und ich kriege erstmal eine Mitteilung, du bist jetzt im Partykeller, und dann wusch, dann kommt irgendwie schon die nächste Mitteilung von jemand, der gerade was so in den Konferenzraum gesagt hat. Und dann höre ich wieder, wenn nichts passiert, den Hintergrund und sowas. Das machen wir schon gar nicht mehr auf dem High-Level, sondern das macht einfach nur der Low-Level, indem man einfach ständig den Background spielt, solange bis was anderes kommt. Und das ist eben genau der Ansatz, den wir jetzt gewählt haben, um dahin zu kommen, etwas zu haben, was wir Audio Reality auch nennen können. Ich gebe zu, das ist noch nicht Audio Reality, da man ja hier auch noch mit Touchtones arbeitet. Die nächste Stufe ist Word Recognition, praktisch Echo Cancellation, dass das Echo rausgerechnet wird, was du selber sendest und dass du dann jedes Wort auch einzeln verstehen, auswerten kannst. Genau, also zunächst einmal eine Sprachsteuerung, dass man also so einen Satz von, sagen wir mal, 10, ja nicht mal 10, sondern sagen wir mal einen Satz von 5 Worten, die man ständig benutzt, also sowas Sinnvolles wie Ende, weiter, Ende, Stopp, Hilfe oder was ist denn hier los? Ja, nein. Und natürlich Ja-Nein-Antworten ist das Allerwichtigste überhaupt. Wenn wir die erkennen können, dann kann man die ganze Steuerung schon vollkommen umbauen. Dann ist es nämlich nicht mehr drücke 1 für den Partykeller, drücke 2 für den Garten, sondern dann steht man im Flur, jetzt haltet euch fest, und dann kommt ein kleines spritziges Mädchen rein und sagt, hey, du siehst ja lustig aus, wollen wir nicht mal in den Garten gehen? Ja, okay. Zwitscher, 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 und man ist im Garten. Und das ist die nächste Stufe, wo wir hinkommen wollen. Das ist das, was wir unter Audio Reality stehen. Dass man im Prinzip die ganze Zeit unter Draht steht. Sobald das System merkt, dass der User überhaupt nichts mehr macht, sprich keine direkten Eingaben über Touchtones macht oder irgendwelche Kommandos gibt, dann wird ein Szenario herausgegriffen aus einem Satz von Möglichen und auf ihn abgebildet, in dem jeweiligen Raum, in dem er gerade ist. Das heißt, es kann sich überall woanders ganz anders verhalten. Am Strand zum Beispiel, dann ist der Vorschlag nämlich, man geht vielleicht mal eine Runde schwimmen oder macht sonstige irgendwelche schlimmen Sachen mit apokalyptischen Reitern durch die Dünen segeln. Also ich denke, die Ideen sollten da auf jeden Fall keine Grenzen gesetzt werden. Ja, Kern ist halt akustische Welten und zu Unterhaltungszwecken. Das heißt, dass die Software weniger geeignet ist, Fahrplanauskünfte zu geben und besser geeignet ist, halt Menschen zueinander zu führen. Und was wir nun im Detail an Dienstleistungen anbieten wollen, da möchte ich eigentlich noch nicht so weit drauf eingehen. Auf alle Fälle wird Audioland sowohl im Pink-Service-Bereich wie auch im 190er-Bereich aktiv sein und versteht sich als eine reine Medienproduktionsgesellschaft, die halt solche Anwendungen entwickelt. Deswegen heißt man mittlerweile auch so. Eigentlich wollten wir ja Audioland international sein, aber das haben sie dann nicht zugelassen. Und eigentlich wollten wir uns den Beta-Systems Release umbenennen. Mit Beta-Treibern arbeiten. Das ist wirklich der Knaller. Sämtliche Treiber, mit denen wir arbeiten, sämtliche Treiber mit Ausnahme des Novell-Treibers sind Beta-Versionen. Einschließlich des Betriebssystems. Ich habe eine Novell-Beta-Version. Wer die braucht, dann nicht. Die Final Release läuft so dermaßen schlecht, dass eine Beta-Version nur besser sein kann. Und das Knallige ist, wir treten also nur am laufenden Meter auf die Füße, dass wir uns doch mal die neueste Version von diesem und jenem Server schicken sollen. Und die kriegen wir dann auch. Und dann kommt 2 Tage später die Developer-CD von IBM ins Haus. Und da ist noch eine sehr viel neuere Version drauf. Die wissen überhaupt gar nicht, womit die da arbeiten. Ja, also das ist so ein bisschen das Problem. So, jetzt haben wir noch Fragen zu dem Bereich. Ja, also, dränge mich da ganz kurz vor, weil ich gleich weg muss. Zum einen gibt es irgendwelche kopierbare Informationen, die ihr dem Auditorium zur Verfügung stellen könntet. Es gibt gleich und morgen noch 2 Ordner mit der Kongressdokumentation von Triton Telekom über den Audiotext-Kongress Mitte des Jahres in Frankfurt.
Die werden gleich nach der Veranstaltung im Archiv ausstehen. Also auch morgen noch? Ja, auch morgen. Sehr viel statistischer Krams über die Welt ist das. Ist einer von euch beiden morgen noch da? Zum Ja, ich auf jeden Fall. Ja. Gut, okay. Dann bis morgen. Ja? Ja, wie ist das mit Antworten, die die User bei laufenden Ansagen machen? Das brauchst du ja für die Steuerung. Das ist das Problem. Derzeit ist die Spracherkennung steckt allgemein noch so ein bisschen in den Anfangsstadien. Das Wichtigste für eine gute Spracherkennung ist ein gutes Vokabular. Und gutes Vokabular zeichnet sich dadurch aus, dass es entweder sehr angepasst eingesetzt wird, das heißt, wenn du weißt, dass nur Frauen anrufen, dann nimmst du ein Vokabular, was nur für Frauen trainiert ist. Oder wenn du weißt, dass du Kinder ansprichst, dann nimmst du ein Vokabular, was von Kindern trainiert wurde. Trainieren heißt, dass man von jedem Wort ein Sprachbeispiel sammelt. Dann hat man also eine Liste von 150, 200, so viel wie möglich. Also mindestens sollten es 150 sein, aber mehr ist natürlich besser. Und daraus werden dann sogenannte Patterns, Vorlagen generiert, die dann selber sehr grausam klingen. Also wenn du irgendwie ein Pattern hast für das Wort Rumpelstilzchen oder so, dann klingt das Pattern selber nur noch oder so ähnlich. War jetzt nicht besonders verlässlich. Wenn ich Vokabulare schon so sprechen könnte, dann würde ich nicht hier sitzen. Aber so im Prinzip läuft das. Ganz, ganz merkwürdige Klangwelten. Aber das eigentliche Problem ist, gerade in unserem Projekt, Echo. Weil du hast einfach in jedem Telefon Echo, sprich das, was herausgespielt wird, und das ist in unserem Fall ja permanenter Hintergrundsound oder das Gesabber von anderen Leuten, das kommt irgendwie zeitverzögert, und zwar nicht immer mit der gleichen Zeitverzögerung, sondern je nachdem, von wo der telefoniert und was für Telefonanlagen und Telefone noch dazwischen sind, mehr oder minder stark, kommt es irgendwie wieder mit rein und verwischt natürlich die eigentliche Eingabe. Sprich, würden wir Spracherkennung im herkömmlichen Weg jetzt einschalten, der Villa Kunterbund, wo permanent irgendwie Partykeller oder Grillengezirpel läuft oder sowas, dann würden wir ständig irgendwie Müll erkennen oder tatsächlich würde er vielleicht uns sogar sagen, da hat gerade jemand Ja gesagt, nur weil irgendein Hirsch gerührt hat. Ja, das ist sehr schwierig und deswegen ist es wichtig, wir warten da auch noch ein bisschen auf neuere Versionen, dass Echo Cancellation gemacht wird. Das heißt, mit noch mehr DSP-Power wird also das Echo rausgerechnet. Wobei das Beste wäre eigentlich, dass das Echo schon direkt im Trunk-Interface, also auf der ISDN-Leitung, rausgewendet wird, aber wir träumen noch von einigen. Ja? Ich meine, das ist doch das Ding. Wenn du Echo canceln willst, dann brauchst du halt DSPs dafür. Ja, DSPs haben wir auch tonnenweise. Dann müsstest du an der Hardware ändern. Und du sagst, du hast die Standard. Nein, das ändert man nicht in der Hardware, das ändert man nur in der Programmierung. Ja, du hast halt jede Menge DSPs drauf, die du auch über was greifst du denn an? Über das Wort auch bekommen, oder? Nein. Es sind einfach DSPs sind natürlich logischerweise Low-Level programmiert. Du musst die DSP-Assembler machen. Mhm. Und die Firma, die jetzt zum Beispiel diese Spracherkennung macht, sitzt zurzeit daran, eine neue Version ihrer DSP-Software zu schreiben. Die ist immer abladbar. Ne? Also dieses CMOS wird immer geladen über den Treiber. Und dadurch wird der DSP, indem er halt noch ein bisschen mehr Power halt einsetzen muss, die Echo Cancellation rauszurechnen, dadurch klappt das. Das sind aber doch eigentlich typische Sachen auf analogen Leitungen. Ich habe jetzt PMX, also für eine Multiplex, das ist die Änderung. Hast du auch Echo? Ja, also Moment, ihr bekommt dann, angenommen, ihr telefoniert mit einem ISDN-Teilnehmer, das ruft einen ISDN-Teilnehmer an, dann hast du ja da kein Echo mehr. Doch. Doch, der B-Kanal ist doch bidirektional. Das ISDN-Telefon. Das geht von seinem Telefon aus wieder zurück, weil es ist genau dasselbe Line-Interface. Du kannst machen, was du willst. Du hast dasselbe, immer. Du hast immer Echo. Du musst sogar immer Echo haben, sonst kriegst du Prinzipiell. Das Problem ist ja, das kommt daher, dass das Telefon nur Zweidraht ist. Das heißt, was du reinsprichst, wenn du die Stromschleife kommt irgendwann, ob das jetzt über einen Kanal kommt oder sonst was, wieder zurück. Ja, weil das ISDN-Telefon hast du ja kein Zweidraht. Na, da hast du einen Telefonhörer, in dem du das Echo erzeugst. Irgendwo ist es einer los. Dein Telefonhörer wieder lokal zurück. Dein Telefonhörer. Ja, das macht ja nichts. Das Signal kommt ja trotzdem wieder. Ja, und wie viele Leute haben schon ISDN? Also die haben ein künstliches Echo drin in dem ISDN-Hörer, weil du brauchst das Gefühl, deine eigene Sprache zu hören. Kennst du vielleicht den Effekt, wenn du irgendwelche... Wenn du irgendwie einen Hörer abnimmst, ja? Die hat's halt virtuelle, und gehst du auch rein und kommt nichts raus. Ja, du klapperst irgendwas rein und du merkst, ob du deine eigene Stimme noch durch den Hörer hörst oder nicht. Und wenn es weg ist, fehlt dir was. Die Leute telefonieren einfach mit Echo. Und also Echo haben wir immer. Ja.
Echo haben wir allein schon auch durch, nicht nur durch das Telefon selber, sondern eben auch durch die Verbindung. Klar, es fällt natürlich beim ISDN vollkommen weg, ist klar. Aber okay, wir haben diesen Bug schon mal als Feature missbraucht, indem wir dann dadurch eine Dreierkonferenz schalten konnten. Wir haben die so oft durch den Switch-Block gejagt. Also dann haben wir eine Ringschaltung gemacht und dann haben wir Konferenz dadurch gemacht, dass wir einfach das Echo weitergereicht haben. Hat funktioniert. Es geht nur bis 4 und dann wird es schon sehr schwach. Ja, du hörst an den, der immer direkt neben dir geschaltet ist, hörst du noch am stärksten, den nächsten nicht mehr so sehr und der andere ist irgendwo in Taiwan. Aber an sich geht es. So, noch weitere Fragen? Wie hoch waren eure Investitionskosten, wie hoch waren eure Laufkosten und wer ist die große Firma im Hintergrund? Nein, das kann ich dir aus Datenschutzgründen nicht sagen. Also, Sekunde, ich kann jetzt... Nein, das kannst du nicht. Nein, doch. Ich kann dir sagen, dass diese MVIP-Hardware-Geschichte und sowas, diese Komponenten, die kannst du ja auch kaufen als normaler Mensch. Das ist teuer. Das kostet viele, viele Dollar. Also das kann ich dann vielleicht doch noch sagen, weil es sich ja nach der Preisliste richtet. Also wir haben für unsere 90 Leitungen knapp für 500.000 ausgegeben. Mit allem drum und dran, mit einem 6 Gigabyte Server und Dollar und Klimaanlage und USV und dicker Schrank und Schrauben und sowas. Ziemlicher Kessel. Ich meine, es ist schon kräftig, ne? Ja, aber das muss auch sein. Das muss auch sein. Ja, logisch. Die ist höllisch laut. Aber auch höllisch kalt. Gut, nächste Frage. Any more questions? Eine Frage, die auf jeden Fall noch kommt, deswegen beantworte ich sie lieber gleich, bevor sie gestellt wird, ist, wann läuft das Ganze? Weiß ich nicht. Ich warte derzeit auf einige neue Treiberversionen und... sobald es irgendwie stabiler ist, wir versuchen es immer unter der Nummer, die da hinten auch übrigens am schwarzen Brett steht, versuchen wir es immer irgendwie am Laufen zu halten. Und es kann natürlich jederzeit angerufen werden. Du sollst nicht enttäuscht sein, wenn besetzt ist oder wenn sonst irgendwas Schlimmes passiert oder wenn man irgendwie nach 2 Sekunden wieder rausgeschmissen wird. Das ist halt in Development, nicht? Aber dafür kann sich jeder sicher sein, dass wenn er bei mir anruft und drin ist, dass ich ihn sofort in meinem Debugger habe. Das ist echt ein Gefühl. Also momentan geht's nicht. Ja, das ist klar. Wir sind noch Ortstarif. Da steht schon wieder irgendwie FPX-Dollar. Wir sind eigentlich auch durch, wenn nicht noch Fragen zum Kern kommen. Wann wollt ihr damit Geld verdienen? Bitte? Wann wollt ihr damit Geld verdienen? SSDM, so schnell wie möglich natürlich. Also wir werden schätzungsweise Richtung Februar würden wir gerne eigentlich mit Schnuppernummern ans Netz gehen. Richtung April ist die 190er-Aufschaltung für Hamburg und Richtung Juni bundesweit vorgesehen. Also wie man mit 190er Geld macht, brauche ich wohl nicht mehr zu erklären. Und wenn man nicht 190er Geld macht, einfache Geschichte, ne? Das ist halt ein Kunde. Wie kriegt der Leitung, wenn Steffen seine 30 Leitung nicht nimmt? Das läuft ist ja nicht über, Steffen. Das bin ja ich nicht, das läuft über das finanzierende Unternehmen und kooperierende Firmen ab. Und ich bin dann trotzdem wieder derjenige, der dann in den Ausschüssen für die Firma drin sitzen wird, aber das weiß die Post noch nicht. Also ja, gilt nicht als Privatperson, sondern es ist im Prinzip die Firma Audioland und da ist auch nichts Schlimmes dran. Also so subversiv ist das gar nicht, weil wir bieten halt Services an wie jeder andere auch. Wir machen es bloß halt ein bisschen lockerer und wir haben eben ein ganz anderes Software-Interface dahinter und das ist eben das, was von dem wir glauben, dass es das hier präsentierbar macht. Ist Audioland denn selber 190 Anbieter oder kaufen wir es wiederum von einem anderen? Nein, das sind verbundene Unternehmen. Audioland ist eine reine Medienproduktionsgesellschaft, die für andere Firmen das betreibt, die Anlagen. Das ist übrigens ein typisches Merkmal von dem ganzen 190er-Markt. Es gibt da sehr viele Firmen, die erstmal gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt hier mal 120 Leitungen, dann investieren die halt in die eigentliche Technik, in das System, die Software und ein bisschen Manpower, um das Ganze am Betrieb zu halten und verkaufen ihre Ressourcen wiederum weiter. Dadurch erschlägt man nämlich auch das Problem, dass manche ja nur 2-3 Leitungen brauchen. Wenn jemand Moderator-Service machen will und er hat eben nur 4 Experten, ja, die was zu sagen haben, dann kann er mit 30 Leitungen nichts anfangen. Also nutzt er 4 Leitungen aus dieser Kapazität und die werden dementsprechend weitervermietet. Das ist im Übrigen auch explizit gestattet und erwünscht. Also es ist auch erwünscht, es ist anders gemacht, bitte. Das heißt also eigentlich die Ablehnung des Testes mit dir hat noch gar keine Auswirkung darauf. Du könntest dich ja auch als Privatperson jederzeit mit irgendeiner Firma einigen und sagen, hoppla, ich nehme 2 Leitungen und wir machen Update von der Amiga oder sowas. Ja, als Idee. Also das heißt, wer irgendwo einen Partner findet, kann auch in die 190er-Geschichte jederzeit einsteigen. Du glaubst nicht, dass den jemand nimmt? Ich sage einfach nur, das heißt also auch in anderen Städten, es sind ja ungefähr die gleichen Anbieter tätig, das ist ja,
ich sag mal, von den großen Kreis von vielleicht 15 Firmen, die da tätig sind und anbieten wollen? Also wir sind eine von 20, die dann bundesweit am Netz sind, wobei die ganzen Konstellationen, wer mit wem und welcher Technik, da sind die alle noch am Mauscheln, das ist alles noch offen, also da wird richtig gefeitet mit einstweiligen Verfügungen und all so Käse. Da. Aber das heißt im Prinzip folgendes, also die über die 190er-Nummer macht ihr die Villa Gunderbund so als Talk-Service oder als Adventure. Ja, als Adventure. Also nicht Villa Gunderbund, aber in der Form. In der Form. Die Villa Gunderbund ist jetzt eher so ein Spielsystem, wo wir mal die Netzperformer, also so solche Sachen. Jan ist auch ganz bewusst jetzt für den Kongress produziert. Das ist eine Sache, die haben wir dann hin, als es dann so halbwegs lief, haben wir das eben noch draufgeschmissen, noch zwei Stunden rumgebastelt und dann stand das. Das ist interessant, also die Villa Kunterbund selber, die Infrastruktur selber, das zu schaffen, war nicht sehr schwierig. Aber das Drumherum, dass es überhaupt läuft, das ist schwierig. Und die Ping-Services, die können erst angeboten werden, wenn die Telekom das irgendwann zulässt? Nee, du kannst Ping-Services ja anders abrechnen, über Wertkarten, über Kreditkarten, über Bankeinzug, ähnliche Geschichten. Da musst du nur ein anderes Abrechnungsverfahren haben. Und dann kannst du die über normale Leitungen oder über 130er anbieten zum Beispiel. Und da brauchst du aber entsprechende Manpower für das Billing-System. Da brauchst du natürlich einen kompetenten Partner, um die Dinge auf den Markt zu werfen, klar. Was natürlich entfällt, wenn man eine Partnerschaft findet beim 190er-Bereich und da zwei, drei... Da darfst du das nicht anbieten. Ja, offiziell. Ja, wirst du auch abgemahnt. Das ist teuer. Meine These ist, dass in einem Jahr da keine genau, darauf spekulieren natürlich auch alle, das ist klar. Dann in dem Moment schalten wir halt um, das ist für uns kein Problem. Das knallt einfach ein. Das ist Leute da Stummstelle an und sagen, mein Dienst ist abgeschaltet. Ja. Wie kann das sein? Habe ich jeden Moment probiert. Ganz so ein, du musst immer davon ausgehen, dass du ja mit der ganzen Hardware dann letztlich da stehst und mit den Verpflichtungen gegenüber der Post für ein Jahr, die du zahlen musst, auch wenn du abgeschaltet wirst. Musst du ein Jahr lang die Mindestverkehrsvolumen zahlen und das sind immerhin 26.000 mal 12 mal 12, ne? 26 für alle 30? 26.000 für 30 Lines im Monat mal 12 mal 12. Ne? Quatsch, mal 8 Standorte mal 12 Monate. Aber das würde die Telekom wettbewerbsrechtlich überhaupt nicht sehen. Da sie das als Betriebsversuch tituliert, kann sie theoretisch. Also auch da sind einige auch im Klagen und da wird es noch viel Gezeter geben. Aber das sind alles Spekulationen, wie sich das entwickeln wird. Letztlich hoffen wir natürlich, dass man alles machen darf, was technisch irgendwie geht, weil das soll ja der Sinn der Sache sein, dass du neue Sachen ausprobierst und nicht, dass du irgendwie hinter irgendwelchen Gammelregeln und so weiter. Das, was die momentan erlauben, damit kannst du eigentlich gar kein Geld verdienen. So sehe ich das nämlich auch. Ja, das wissen die da auch alle. Die zupfen sich da auch alle an den Krawatten und heucheln da einen rum. Ja, wir machen das schon. Und deswegen hatte ich das vorhin mit Sat1-Text auch erzählt. Guck dir das mal an, Videotext Sat 500. Also, was da angeboten wird an Diensten, das geht meiner Auffassung nach an den geltenden Regeln dieses Betriebsversuches schon längst dran vorbei. Das ist nämlich im Prinzip auch schon Ping Service. Nicht, was die Monika mit der Gabi in der Badewanne macht und so Punkt, 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 Seite 503 und weitere Informationen und dann willst du das. Und das ist schon, es gibt da so eine Schwellgrenze und ich denke, in den nächsten Monaten, dann schwellt das halt immer so ein bisschen nach oben nicht und alles ist möglich. Das ist ein ziemlicher Gentleman's Club. Also die sitzen da alle rum und der Post sagte, wir stellen doch nur die Leitung, durch die Gülle transportiert wird. Aber was da gefahren wird, interessiert uns nicht. Aber hier ist es halt etwas moraliner, weil die ganzen Negativerfahrungen halt ablocken wollen. Aber das wird einfach, wenn du ein neues Medium einführst, gewisse Bereiche, das ist normal. Du musst bedenken, das einzige wirkliche Problem für die Telekom ist, dass es noch keinen Staatsvertrag gibt. Ja? Und der gegebenenfalls gefährdet ist, wenn der Betriebsversuch irgendwie völlig nur noch in den Medien steht. Ja, stell dir mal vor, es gibt eine Lichterkette gegen irgendwie Also ich meine, die Richtung ist ja schon hinter den Medien drin. Unter 190 macht die Post Millionen. Ne? Und wie heißt das hier schön? Ach ja, das mit den hohen Fernmelderechnungen, so kennen wir auch alle. Also bisher ist die Presseeinstellung zu 190 nicht so umwerfend. Was aber zum größten Teil natürlich auch an den A, an den angebotenen Services liegen kann und B, an dem Verständnis der Journalisten. Sie haben Neid. Die Frauenzentrale war natürlich extrem dagegen, auch vor allem in Nordrhein-Westfalen. Also wir brauchen eine Zentrale? Ja, zu Recht. Und eben, das ist zurzeit extra auf Kinder wieder abgefahren, Verstehe ich nicht. Eine Einheit nur 12 Sekunden. Ja. So preiswert. Ja, es geht aber auch um die Frage, dass wenn du ein Jugendschutzgesetz hast, das Kind zwar dann irgendwie wählen kann, dass du da aber dann auf einmal Dinge machst,
wer kontrolliert, wer da hört. Ja, im Moment, das ist doch ganz normal. Du darfst Pornografie darfst du eh nicht so zugänglich machen. Da musst du eine persönliche Kontrolle halt machen. Das heißt, Pornografie darfst du verkaufen und zugänglich machen in geschlossenen Räumen, also in Sexshops zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du noch den Bravo kennst. Das ist Erotik, das hat nichts mit Pornografie zu tun, da gibt es schon Unterschiede. Also Erotik ist wiederum erlaubt. Und dann gibt es noch Gesetzeslücken, das kommt dann auch noch dazu. Also Erotik und Pornografie sind zwei Sachen, auch wenn die Telekom derzeit im Rahmen dieses Betriebsversuchs zu tun hat, wäre das alles das Gleiche. Aber die werden die ganze schon locker. Also der Gesetzgeber hat die Gesetze rund um das, was Pornografie ist, schon recht eng gefasst. So viele Spielräume sind da nicht drin. Was zum Beispiel nicht erfasst ist, ist Live-Sex. Der wird vom Gesetz grundsätzlich nicht erfasst, auch wenn er pornografisch ist. Nochmal, ne? Was? Solange es ein rein akustisches Ereignis ist, ist noch keine Pornografie. Also ein Pornografie-Paragraph ist formuliert irgendwie zur Schaustellung von weiblichen oder männlichen Genitalien. Da fehlt auch ein. Also ich möchte diese Diskussion eigentlich nicht so ausführlich führen. Ich habe dazu unterschiedliche juristische Stellungnahmen auf dem Tisch liegen. Also es gibt auch Sachen für Tonträger und so weiter. Ja, gut, Viertelstunde noch. Also noch ein paar Fragen, weil die wollen hier wieder rein und ich habe noch zwei Ansagen zu machen. Grundsätzlich haben wir jetzt eigentlich nichts Neues mehr zu erzählen. Wer jetzt noch mit uns reden will, kann das tun. Bitte? Kann man bei 090 auch Datenverkehr? Als Listing? Nee, du kannst die Dinger als 2400 Bootmodem missbrauchen, da soll es irgendeine Software geben. Du musst die DSPs dafür programmieren, weil du musst den PMX ja irgendwie damit beschäftigen und diese Karten sind noch nicht so. Also diese Technologie, die Technologie selber, die wir verwenden, ist auf Sprache ausgelegt. Definitiv. Aber du darfst kannst da auch Modems und Faxe ranhängen und solche Sachen. Aber es läuft darauf hinaus, dass du wahrscheinlich Modem-Ressourcekarten brauchst, um das wirklich gut nutzen zu können. Also ich stelle mir vor, man kann das Ganze ja, ihr habt das ja im Prinzip, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr habt 30 Telefonleitungen und das ist eine Nebenstellenanlage. Nein, wir haben einen PMX, einen digitalen Anschluss. Da kommt hier 30 drauf und der wird direkt auf einer Karte abgearbeitet. Also die NMS-Technik kannst du ab 6 Ports ausbauen. Also analoges Trankinterface für 6 Ports, Spracherkennung und so weiter. Dann kannst du mit 6. Also wenn ich mir jetzt das vorstelle, mal kann man. Auf eine Telefonanlage, wo man beliebig viele Nebenstellen. Ja, ein PMX, der das umsetzt auf eine Telefonanlage, kostet eine schlappe Viertelmillion. Also du kannst auch diese Anlage als Telefon-Nebenstellenanlage einsetzen, indem du wieder analoge Ausgänge ranhängst. Das geht auch. Das ist auch keine schlechte Idee, weil du nämlich einen Kommunikationsserver für die PMX auf analog umsetzt. Ich dachte, das ist so flexibel. Das ist eine komplette Telekom-Anlage. Dass man jetzt auf einen bestimmten Befehl den Teilnehmer mit einem, sag ich mal jetzt, Zyzellmodem verbindet oder sonst was, und dann kann er ja dort sich dann mit Mailbox weiter beschäftigen oder sonst was. Ja, dann kannst du auch gleich eine Nebenstellenanlage nehmen. Ja, meine ich ja. Ja, geht natürlich. Ja, klar, kein Problem. Ja, klar kannst du das machen, aber der Punkt ist ja, die Nebenstellenanlage ist eine Nebenstellenanlage, da hängen normalerweise Telefone dran. Der Witz bei diesen PIT-Diensten, gerade bei den PIT-190-Diensten, ist ja, dass du massenhaft Leitungen bedienst, ohne großes Personal. Das ist der Gedanke dahinter. Sonst würden die nicht so viel Geld da investieren. Weißt du, du kannst deine Beispiele mit diesen Kleinanzeigen führen. Du kannst Immobilienanzeigen noch und nöcher daraus streuen und da sitzt einer am Terminal und guckt, ob das noch alles brummt und summt. Ja, und nicht irgendwie 48 Studenten, die irgendwie, ja, dann haben wir hier vielleicht noch und ach nee, die wollte ich ja selber haben. Das ist was ganz anderes. Ne? Und dann macht man nämlich erst wirklich das Geld. Sonst hast du diese Wie viel Pfennig, was 11 Pfennig pro 12 Sekunden oder so, das macht sich sonst nicht bezahlen. Ne? Weil die Investitionskosten sind wirklich hoch. Aber ging. Also mit verteilten Standorten, 8 Standorte, wo du jeweils deine Leitung zusammenfassen musst, also dein 30er-Bundle und das noch in Fernwartung fahren und so weiter, das kostet schon ein bisschen was. Ist dieses Konzept denn die endgültige Version der Telekom? Dass die an jedem der Standorte. Nein, das soll. Sie werden das im intelligenten Netz zentralisieren, wobei du dann allerdings weniger Geld kriegst, weil die Post mehr Leistung bringen muss.
Das ist dann wieder ein kalkulatorisches Rechenspiel. Ich bin schon der erste Kunterbund-User an dieses System unten. Das ist unglaublich. Und die sind nicht in der Lage, dorthin zu gehen, zu sagen, dass eine 0190er-Nummer einfach grundsätzlich in einem bestimmten Bereich geschaltet wird nach Hamburg und andere Nummer grundsätzlich nach Düsseldorf. Du kannst regional anbieten. Du kannst regional anbieten, grundsätzlich. Jeder Standort ist regional, autark und bundesweit übers intelligente Netz in ein, zwei Jahren vielleicht. Und die werden das erstmal anbieten für die kleinen Leute, die nur 1 bis 10 Leitungen haben wollen. Die kriegen dann andere Tarife in den Größenordnungen, wo wir operieren. Also erstmal mit 30 Leitungen im 190er-Bereich am Nebenstandort, vielleicht noch mit 60er Leitungen, das ist noch offen, das hängt von Kooperationsvereinbarungen ab, die noch laufen. Lohn kannst du das vergessen, da musst du eigene Technik aufstellen. Aber es kann sein, dass im nächsten Jahr oder im nächsten anderthalb Jahr mit Einzug dieses INs, dieses intelligenten Netzes, das ist im Prinzip nur eine... Ein digitales Durchwachsen des gesamten Telefonnetzes, das ist das. Ja, 180, richtig. Das hat die Telekom aber noch 180er, was ist 180 ist IN-Vorwahl dann später. Achso, ja, okay. Gut, auf jeden Fall wird es dann unter Umständen möglich sein, einen Mehrwertdienst auch irgendwie auf den Basisanschluss zu legen. Und dann hättest du theoretisch natürlich auch die Möglichkeit, irgendwie gegen Verbindungsgebühren Software-Download zu machen, irgendwie so wie Videodat, einfach so Bulk-Datentransfer, machst da einen Connect hin und kriegst irgendwie die neuesten Informationen mit 64 Kilobit runtergerotzt, sofern sich das lohnt von dem Daten. Sinn, es heißt ja Mehrwertdienste, weil du einen Mehrwert, einen Wert übermittelst oder ähnlich ausdrückst und so. Das genau. Ist der Sinn der ganzen Geschichte. Und da gibt es, wie gesagt, auch schöne kommerzielle Beispiele. Zum Beispiel in Holland machen sie es so, dass der Rechner sagt dir, eine Videotextseite, die du aus dem laufenden Programm auswählst, die nur für dich generiert wird und kann dir zum Beispiel bei Versicherungsberatung oder so dann Grafiken mit zur Unterstützung auf dem Bildschirm geben oder Zugauskunft dann eben die Daten halt auf die Videotextseite schreiben. Wenn du einen Satelliten hast, der das für dich macht. Natürlich. Ja, klar. Gut. Nochmal die letzten Fragen, weil sonst kriegen wir Ärger von dem Mann. Die werden auch bundesweit 090 Anbieter oder was? Ja. 0190337XXX. Oder bundesweit mit 12 Standorten. Ja. Wieso so ein primär Multiplex-Anschluss mit der Post verbunden? Kann ich das auch in meiner Wohnung aufstellen lassen? Ja. Wenn ich nur einen normalen Telefonanschluss habe? Oder vielleicht das ist eine kleine Box. So ein Teil, sieht so ziemlich spacig aus. Kommt ein Glasfaserkabel rein. Nicht zwangsläufig, also wenn die bestehende Infrastruktur bei dir vor der Tür schon ausreicht, dann nicht unbedingt, aber nicht selten ja, muss haben, da noch wir was haben ein bisschen Reservekapazitäten, wir haben irgendwie maximal, glaube ich, zurzeit 180 Leitungen, die wir aufschalten lassen können. Aber also in unserem Fall haben sie ganz definitiv nochmal Glasfaser gelegt, das muss nicht unbedingt sein. Ich glaube sogar, die kriegen auch noch über das Kupferkabel Penix herum. Ja, doppelt geflogen. Der wird bei uns umgesetzt auf dem Kupferkabel, aber allerdings legen sie eigentlich über die Strecke Glasfaser, weil es sonst zu Leitungsstörungen kommt, weil es muss ja... Ja, aber ich meine, wenn die Leitung schon da ist, dann einzeln abgeschirmt sein. Ja. Deswegen legen sie dann nur Glasfaser. Aber grundsätzlich ein PMX zu beitragen, musst du dann nochmal mit 60 Volt Gleichstrom. Also du musst nichts mit 190er Services machen, du hast auch nichts mit Mindestverkehrsaufkommen zu tun, nur um einen PMXer zu bekommen. Bloß ist die Frage, was du damit anfangen kannst, weil 30 Leitungen ist nicht gerade wenig. Könnte man noch hinzusagen, im Osten wird das Ganze noch ein bisschen länger dauern, bis es da funktioniert. Wahrscheinlich so Leipzig und die digital vermittelten Orte vorweg. Dazu muss man aber auch noch wissen, dass das Telefonverhalten im Osten ja eh noch etwas anders ist. Der Jürgen hätte dazu ein paar Sachen sagen können. Aber die Leute telefonieren ja, äußerst ungern und haben teilweise sogar Angst vorm Telefon. Die Akzeptanz für solche Dienste, sagte er, wäre dort wohl so schnell nicht zu erwarten. Das ist halt ein anderer Umgang als hier. Wobei man das ganze ehemalige DDR-Gebiet von Berlin aus dann letzten Endes versorgt. Also erstmal, die 03 wird das. Die ganze Dreierzone, das ist alles von Berlin aus. Daher auch die Vorwahl dann im Mittelteil. Ja, was kann ich noch sagen? Ich suche noch einen Smalltalk-Programmierer und einen Systemtechniker zum Aufbau von 7 Standorten und bin noch ansprechbar. Noch mindestens die nächsten 2 Stunden. Gut. Habt ihr noch Fragen? Gut, dann würde ich sagen... Moment, dann habe ich... Was? Kann ich dir aus Datenschutzgründen keine Angaben zu machen? Kannst du dir selber ausrechnen? Das kannst du wirklich selber ausrechnen. Also es heißt 8% Auslastung, sonst machst du Minus. Sinnvoll ab 15%. 8% Auslastung, sonst zahlst du drauf. Das ist die Kalkulation zurzeit. Und wenn du mit einem Anschluss 100% Auslastung hast, das heißt ein Lokal, Primär-Multiplex-Anschluss 100% laufen lassen hast, dann kannst du knapp 774.000 Mark oder irgendwie sowas
umsetzen im Monat. Ja, das mal 8, dann kommst du auf die bundesweite Summe, wenn du 100% dann erreichst. Ne? Also das ist schon ein Spielraum drin, wobei das Problem ja meistens die Überlastzeiten sind, nämlich gerade dann, wenn du Werbung laufen hast im Fernsehen oder ähnliches, weil dann wollen sie alle und eine halbe Stunde später wieder nicht mehr und so. Also wenn du 100% Auslastung hast auf irgendeiner Leitung, dann baut dir die Telekom noch ein eigenes Fernmelder. Also ich wollte auf meinen Leitungen eigentlich sowas wie eine Hackersparkasse anbieten oder sowas, wo dann jeder sich eine Nummer mieten kann und einfach, wenn er ein Telefon sieht, kann er immer Geld sparen auf seinem Konto oder so. Aber auch so die ganzen Bluebox-Geschichten haben ja auch noch einige interessante Optionen, wenn das dann später mal aus dem Ausland möglich ist. Ja, diese ganze Hardware ist voll Bluebox-tauglich. Also du kannst da Tritons abschicken nach unten. aber gut, das werden wir vielleicht dann im nächsten Jahr, wenn wir das so zu den Hintertürchen und den Randerscheinungen und den Erfahrungen etwas mehr erzählen können. Genau. Dann beenden wir das jetzt mal. Wenn ihr noch Fragen habt, sprecht uns einfach selber an. Der Hans wollte noch was sagen. Der wollte noch und es soll unten auch Essen geben, soll ich euch sagen. Ja. Also letzter Satz. Kunterbund kommt so langsam so schnell hoch, wie es irgendwie geht. Wird wahrscheinlich im Januar die ganze Zeit noch zu erreichen sein. Das ist ja dann der endgültige Nabel. Bitte? Der endgültige Nabel. Wenn wir es wüssten, wäre es schlauer. Who knows? We didn't know.